Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Craps, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. WakeNews.net. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter WakeNews.net. Yeah. Viele Leute reden ganz schlau, dass sich einiges ändern muss. Es ist ironisch, sieh die Kinder in Afrika, wie sie hungern. Und hierzulande kommen sie nicht mit Mathe klar, bringen sich um. In Afghanistan haben die Kinder nicht nur nachts vom Panzer Angst. Hierzulande richten sie nur aus Spaß ein Schuhmassaker an. Jeder Mensch, der in Israel noch lebt, ist überglücklich. Denn man könnte zwar was für den Frieden tun, doch jeder drückt sich vor der Verantwortung, die ein Mensch auf dieser Welt so in sich trägt. Doch lieber Bush gemeinsam dissen, anstatt dass man in sich geht. Jedes Sinnbild des deutschen Menschen, er fickt Kinder Tag und Nacht, doch versteckt sich hinter seiner Kinderpatenschaft, ich habe es satt den ganzen Tag Kontonummern zum Spenden. Doch statt den Hungernden helfen sich und mir schreibt, ich furze an die Renten. Jeder Deutsche, den ich kenne, sagt, wie schlecht es ihm ginge. Viele würden sich freuen, wenn es ihnen so schlecht wie uns ginge. Doch jetzt nicht anfangen zu weinen, denn es ist durchaus noch Hoffnung da. Jedem wird's besser gehen, wenn Gracias sein Album offenbart. Alle Menschen, die uns hören, scheiß auf Mord und Raketen und kämpft mit uns zusammen für Frieden auf eurem Planeten. Alle Kinder dieser Erde, scheiß auf Messer und Geld, schließt euch mit Gracias zusammen für eine bessere Welt. Alle Ladies dieser Erde, scheiß auf Mord und Raketen und kämpft mit uns zusammen für Frieden auf eurem Planeten. Alle Gentlemen dieser Erde, scheiß auf Messer und Geld, schließt euch mit Gracias zusammen für eine bessere Welt. Wir können zu viele Leben retten und uns im Wechsel betten. Das Leid nur Wechsel stecken ist sicher nicht der Weg zum Besseren. Ich versuch selbst nur mich durchzuschlagen, jedes Wort zu sagen, auch mal den Kopf zu tragen. Doch es kommt doch zu Tagen, an denen ich anfange mich zu fragen, wie glücklich wir alle sein sollten. Jedenfalls glücklicher als die, bei denen es gestern Panzer einrotten. Es sind nicht wir, die sich beschweren können, denn wir erben eins der besten Länder auf Erden. Behandle Menschen mit Respekt und respektiere dich selber. Respektiere diesen Ratschlag, so wie von den Eltern. Scherben viel zu viel Wälder und es fließen viel Gelder zu den miesesten Pennern, die nur Devisen im Helm haben. Dein Leben ist nicht sinnlos, also hol den besten Sinn raus. Bringt nichts, wenn du's hinhaust oder verdrängst im Rausch. Nimm nicht alles in Kauf, leg unsere Platte zum Chillen auf. Gracias, hat Spaß gemacht, jeden Tag ne gute Tat. Alle Nazis ohne rechten Namen, scheiß auf Mord und Raketen und kämpft mit uns zusammen für Frieden auf eurem Planeten. Alle Mädels, die uns lieben, scheiß auf Messer und Geld, schießt euch mit Gracias zusammen für eine bessere Welt. Alle Pferde ohne Herde, scheiß auf Mord und Raketen und kämpft mit uns zusammen für Frieden auf eurem Planeten. Alle Boxer ohne Zähne, scheiß auf Messer und Geld, schießt euch mit Gracias zusammen für eine bessere Welt. Um die Ecke, um die Zeitung Flex zu checken. Komm zu mir ein Eckel mit Decken in der Tasche stecken. Wollte mir erklären, dass das Zeug nicht gut für spät ist, wenn man älter wird. Ich hasse solche, die keinen Plan haben und haben nicht meine Lehre. Krieg große Allgemeinbildung und gar nichts ganz so richtig. Gesellschaftsanordnung ist für dich wichtig. Keiner sagt, fick dich, doch fick dich, bis dir deine Rippen bricht. Ich will nur sagen, das wie es außen ist, muss auch nicht innen so sein. Wie das Klatschen nach schwulen Konzerten. Jeder findet scheiße, doch keiner gibt zu, dass mir die Augen hätten. Für später ist vor dieser Kreativität wird unterdrückt. Denken der Küte benannt sind manchmal Menschen, die man einfach so unterspült. Doch im Weltall sieht unsere Probleme gar nichts. Der Mensch nur ein Witz, sein Leben ist nur ein Blitz. Aus Hiroshima noch was und Fritz. Doch du hast Glück gehabt, in deine Gegenwart ist Gracias am Start mit besten Texten, Beats und Flows und Faktor Spaß. Alle, die stirbt, gut fangen, scheiß auf Mord und Raketen und kämpft mit uns zusammen für Frieden auf eurem Planeten. Alle Spacken, die uns hassen, scheiß auf Messer und Geld, schießt euch mit Gracias zusammen für eine bessere Welt. Alle Junkies ohne Drogen, scheiß auf Mord und Raketen und kämpft mit uns zusammen für Frieden auf eurem Planeten. Alle Rapper, die verflexen. Ey, wo bleibt denn der Beat, du Spaß? Naja, du hast gehört, wir müssen jetzt alleine für den Frieden kämpfen. Also los jetzt!
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, Leutchen, hallo, gegrüßt seid ihr hier bei mir in der Sondersendung. Heute ist der United We Strike Radio Marathon, den wir mal jeden zweiten Sonnabend im Monat machen, sofern nichts dazwischen kommt. Ne? Ja, klasse, dass ihr hierher gefunden habt, sogar, das Wetter ist, geht hier auch. Also, das Wetter ist keine Ablenkung für eine Sendung bei Detlef, oder? Ja? Ja, super, ne, ihr habt das hier klasse gemacht. Ihr seid hier dabei und live und bringt die Stimmung mit und die Energie und die Kraft. Und die brauchen wir, oder? Ja, klasse. Ja, und was ich immer zuerst immer mache, das ist, ich danke euch, die ihr uns hier immer mit übertragt. Super Leistung, klasse, ja, klasse Sache. Wir sind ja heute auch weltweit nachher in der Übertragung. Geht rund um die Welt mit verschiedenen Sendern, die uns dann auch mit auffangen und weitersenden im englischen Teil. Ja, das ist klasse. Und ja, wer hier mitmachen will und möchte, der kann das. Einfach eine Mail senden, eine E-Mail senden an mich an radio@wakenews.net. Ja, das ist ein elektronischer Brief. Ist elektronisch an die Deutsch? Oder, naja, ich versuche es ja auch mal ein bisschen auf Deutsch, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und was ich auch noch gerne mache, ist, den jeweiligen Musikern zu danken, die uns ihre Musik hier zur Verfügung stellen, damit wir sie spielen in den Sendungen. Und wir hören noch hier etwas Neues bei mir, nämlich Hoffnung vom Serien-Chiller. Ja, danke dafür und... Ja, wir hören immer mal wieder auch was Neues. Und wer hier zuhört an Musikern, DJs, Bands und so weiter, sollte uns auch gerne mal seine Vorschläge reinsenden unter radio@wakenews.net. Ein MP3, bitte immer frei von rechten Dritter. Und so müssen wir dann also diese Sache da einfach machen. Wie auch immer, wir haben... heute also eine Menge vor, weil es geht ja rund um die Uhr, auch, ja, sagen wir mal, bis in die Sonntagmorgenstunde unserer Zeitrechnung hier im zentralen Europa. Und wir haben dann ganz viele Gäste und Gastgeber später, die also wunderschöne Beiträge bringen, nachher dann natürlich auf Englisch. Ja, und insofern sehen wir dann mal weiter, wie das alles so wird. Ja, und das ist alles eine Sache, die wichtig ist, dass wir eben auch die Internationalität sicherstellen, dass auch unsere Mitmenschen in anderen Regionen ein wenig mitbekommen, was hier so abläuft. Das ist ein Grund dafür, dass wir auch die Sprachbarrieren einher so ein bisschen auflösen. Dadurch, dass ich zum Beispiel auch Englisch spreche und verstehe, kann ich auch und bin ich in der Lage, auch hier Dinge aus dem deutschen Raum ins Englische zu übertragen und das auch live. Und insofern ist das auch wichtig, dass wir das tun, weil wir sind alle in einem Boot. Ne? Nämlich alle, die tyrannisiert werden, denen das bewusst geworden ist und die sich dagegen zur Wehr setzen. Und deswegen heißt das Motto immer bei uns, bei United We Strike, don't buy, don't comply, ask why. Übersetzt heißt es, nicht bei den großen Konzernen einkaufen, bei den Banken, Versicherungen und so weiter. Die gehören nämlich den paar wenigen, den DIMs, der dominanten irrsinnigen Minorität, die uns eben durch ihr Geld, Schuldgeldsystem versklaven, versuchen, sich aus diesem System zu lösen. Don't comply heißt nicht immer alles einfach machen, was einem gesagt wird, was die sogenannten, in Anführungszeichen, Autoritäten uns anordnen. Sondern überlegen, ist das überhaupt sinnvoll? Ist das überhaupt, muss ich das überhaupt machen? Ja, oder verstoße ich da nicht eigentlich irgendwie gegen bestehendes Recht, gültiges Recht oder sogar gegen universelle Rechte und universelle Gesetze? Ja, und der andere Punkt ist Ask Why, das heißt einfach mal nachfragen. Ey, du hast mir hier was geschickt, so eine Ordnungswidrigkeitenbuße. Ja, da muss man, Moment mal, wer bist du? Kannst du mir mal kurz deinen Nachweis bringen, dass du auch tatsächlich hoheitlich souverän staatlich tätig bist, tätig sein darfst und ob diese Gesetze tatsächlich Gültigkeit haben? Hm? Ja, da
Das ist Ask Why. Und natürlich auch so, sich mit diesen Menschen einfach mal unterhalten, denen auch bewusst machen, dass sie vielleicht in einem System arbeiten, das nicht ordnungsgemäß menschengerichtet arbeitet, sondern eigentlich ein Versklavungsinstrument ist. Das sind die Dinge, die wir hier auch bei United with Strike international diskutieren und natürlich auch über die vielfältigen Angriffe auf uns, auf unsere Gesundheit, auf unsere Menschlichkeit und so weiter, auf die Natur natürlich. Das sind alles ganz wichtige Punkte, die wir hier miteinander austauschen. Und wir sind auch schon eine Institution geworden, denn ganz viele kennen uns, die United with Strike Initiative, und hören uns, verlinken uns und ja, hören sich vor allen Dingen später die ganzen Aufzeichnungen an. Die Archive laufen dann ja bei uns auch immer auf dem United with Strike Radio. Immer dann, wenn keine Live-Sendungen sind, permanent durch, sodass man immer die Gelegenheit hat, die vielleicht nicht live gehörten Sendungen sich da nochmal anzuhören. Und das ein oder andere Video wird auch dazu hochgeladen. Okay, ja, und ich habe ja in den letzten beiden Wochen eine Menge erleben dürfen und habe euch auch vielfältig schon davon berichtet. Und meine Hintergründe für die Arbeit, die ich tue, ist es eben zu sagen, wenn ich ja frei sein will, müssen alle frei sein, weil anders geht's nicht. Und deswegen müssen wir alle zusammenhalten, zusammen die Sache anpacken. Dabei muss man nicht gleich marschiert losmarschieren, sondern man darf ruhig seine eigenen Ansichten da weiter haben und die dürfen ruhig vielfältig sein, denn die absolute Wahrheit kennt wahrscheinlich noch keiner. Wir tasten uns ein wenig vor. Es wird schon immer besser und immer transparenter, durchsichtiger. Aber es ist längst noch nicht getan damit. Und das wissen wir. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, uns damit zu beschäftigen. Das tun wir. Ja, aber das können wir nicht ganz ohne Unterstützung und ohne Hilfe. Das nochmal mein Appell, wer also uns unterstützen kann in unserer Arbeit. Das ist klasse. Wir haben dazu natürlich auch hier Links, die man anklicken kann. Wir brauchen ja auch so Schuldgeld, brauchen wir leider auch noch, diese Euronen und Swissonen für unsere vielfältigen Ausgaben, die wir haben, Kosten. Da wären wir froh, wenn ihr uns auch weiterhin unterstützen könnt. Wir werden ja auch schon von dem einen oder anderen super unterstützt, aber wir brauchen auch noch mehr Unterstützer. Gell? Auch nicht nur mit Schuldgeld, sondern natürlich auch mit dem Verlinken, weiterverbreitende Informationen auf allen möglichen Plattformen, Sozialmedien und Foren und so weiter. Ja, dazu auch nochmal der Hinweis, es gibt hier bei uns die neue Seite Awakenings TV. Das ist unsere neue TV-Video-Plattform, die wir aufbauen. Da kann man also sich registrieren und kann dann Videos bewerten, auch Kommentare dazu schreiben. Man kann auch sogar eigene User-Videos hochladen. Allerdings nur in verlinkter Form. Das heißt, man kann es nicht auf unseren Server hochladen als gesamten Film, sondern kann zu irgendeiner anderen bestehenden Plattform verlinken. Und die Verlinkung bei uns greift dann auf den Server zurück, wo es hochgeladen wurde. Da haben wir im Moment einen kleinen Fehlerteufel drin. Ich habe das gesehen. Ich habe erst gedacht, das liegt an einzelnen Usern. Auch da möchte ich noch eine kurze Info geben dazu. Weil da kommen so Meldungen, dass irgendwie von YouTube, so eine Support-Meldung, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn man da nachschaut, danach ist das irgendeine App, also eine zusätzliche Software-Dienstleistung, die man irgendwie da erstmal neu wieder dranbringen muss. Und wir waren wieder an einem Update dran und das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass wir das noch nicht vollends hingekriegt haben. Dennoch kann man weiter seine Videos hochladen, nur um dieses ekelhafte Bild von YouTube dort verschwinden zu lassen, muss man beim Hochladen, wenn man das Ding verlinkt hat, ein eigenes Bild hochladen. Das kann man zum Beispiel tun, indem man einen Screenshot macht von dem Video, was man hochladen will, und das dort dann verlinkt, ja, bei der eigenen Abbildung. Und dann muss man natürlich die ganzen Beschreibungen, die es vielleicht bei YouTube oder bei einem anderen Dienstleister, ich weiß nicht, ob es auch bei anderen auftaucht, es taucht wahrscheinlich überwiegend bei YouTube auf, habe ich das bis jetzt gesehen, muss man die Beschreibung alle nochmal hineinkopieren. Das macht man, indem man einfach das bei YouTube markiert und dann dort hineinkopiert. Dann
erscheinen dann eben auch entsprechende Dinge. Ob das hier auch mit der Dauer des, also wir sind dann im Moment auch wirklich dran, wir haben das noch nicht herausgefunden. Ich habe es nur selber gemacht bei einem Video, was ich hochgeladen habe, dass das also gegangen ist. Es ist allerdings merkwürdig, weil da wird immer gezeigt, es sei nur 3,5 Minuten lang. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil es eigentlich vollständig gezeigt wird. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Aber wir arbeiten dran. Ihr seht, also immer ein paar Fehlerchen kommen immer zwischendurch. Auch wir sind nicht mit dem Elektronik-Chip auf die Welt gekommen und wissen alles, sondern wir müssen erstmal uns selber auch da durchwurschteln, was da wieder irgendwo ein Fehler sein kann. Also etwas Geduld, aber das werden wir auch irgendwann in der nächsten Woche spätestens lösen, weil wir natürlich auf den Support unseres Softwareherstellers warten müssen und der macht am Wochenende dicht. Machen einfach dicht. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, wir arbeiten hier und die machen dicht. Ja, liegen am Strand, faul in Los Angeles irgendwo am Beach, ja, und mitten in der radioaktiv verseuchten Wasserlage da. Na gut, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, und insofern dennoch wichtig, dass wir dort Präsenz zeigen, dass wir da sind, ist eben auch als ein Backup-Server für uns gedacht, wenn man mal uns bei YouTube sperren sollte, ja, dann können wir da immer noch unser Video hochladen. Ja, das ist mal das eine. Das andere ist, wir haben klasse, ja, aus der Situation geboren, Textilienangebote. Wir haben also T-Shirts mit United We Strike natürlich. Ich habe jetzt eins an, auch mal der dementsprechenden Cappy dazu passend. Auch das ist ein Augenfänger, ein Eyecatcher, sagt man im Englischen. Ja, und natürlich unsere Awakeness TV und Awakeness.net T-Shirts und Kappen. Auch das sehr beliebt jetzt in kommenden, hoffentlich wärmeren Wetter, ein unverzichtbares Kleidungsstück. Und dann natürlich auch noch unsere Weste, die ich da auch in meinem Einsatz anhatte mit Wakeness TV und die Bomberjacke für die kühleren Abende. Wir haben sie gestern Abend angehabt, weil wir unterwegs waren, da war es kühl genug und hat geregnet. Da waren wir mal froh, dass wir sie hatten. Ja, und dann natürlich auch die neue Hose. Ich habe sie jetzt endlich hingekriegt, die hochladen zu können. Die findet ihr schon beim lauftoffel.de. Auch die berühmt schon, weil sie war bei Guantanamo in Freiburg im vollen Einsatz. Drinnen und draußen. Ja, okay. Ja, das nur so am Rande und natürlich auch so am Ball bleiben ist ganz wichtig. So, und wir haben heute eine Sendung, die uns noch einmal vor Augen führen soll, dass wir die Macht haben, alles so zu ändern, wie es richtig ist. Ja, sagen wir es vielleicht mal so. Und was es damit auf sich hat, könnt ihr finden bei mir auf der Seite mywakeness.wordpress.com. Da veröffentliche ich immer die entsprechenden Links und so weiter, die wir also heute diskutieren können. Und natürlich die Bildchen kann man da auch finden und später dann die Aufzeichnung. Wir haben die Aufzeichnung vom Donnerstag noch nicht hochladen können, weil die ist noch in der Produktionsphase. Die wird hoffentlich heute Abend fertig sein nach der Sendung. Und dann kann ich sie bei YouTube im Laufe des Abends hochladen. Dann haben wir sie da schon mal wenigstens. Und auch wir verlinken von Wakeness TV im Moment noch auf YouTube, weil das bei uns Platz spart. Ja. Ohne Not wollen wir ja nicht den Server vollknallen, wenn es nicht notwendig ist. Also nutzen wir auch noch YouTube als Basis dafür. Aber wir sind immer in der Lage, das anders zu machen. Okay, ja, und da habe ich die heutige Sendung genannt. Wir sind die Souveräne und nicht irgendwelche Firmen oder Firmenangestellte. Und was damit auf sich hat, gehen wir jetzt mal durch. Ich mache hier immer so eine kleine Collage. Da habe ich die UnitedWeStrike.com Logo-Vorlage genommen und darunter steht dann, wir sind die Souveräne und nicht irgendwelche Firmen und Firmenangestellte sind das. Ja, und rechts daneben die neue TV-Videokanal Anzeige mit Abbildung, wo ich da festgenommen werde, in Wielen, ja, im Handschellenland hier, auf der BRD-Seite, oder eigentlich ist es ja Deutschland, aber es ist ja besetzt, das Land. Ne? Und da müssen wir erstmal sehen, wie wir das wieder befreien können. Müssen wir alle.
Ne? Alle anpacken. Ja, und da steht dann in der heutigen Sondersendung im United We Strike Radiomarathon am 9.05.2015 werden wir uns noch einmal klar machen, dass alle Macht von uns den Souveränen, dem Volk ausgeht und nicht von irgendwelchen Firmenkonstruktionen, deren Mitarbeitern und Eigentümern. Jede Firma hat einen Eigentümer. Die in der Regel nämlich nicht wir sind, sondern diejenigen, die uns ihr Schuldgeldsystem aufgezwungen haben und uns damit zu versklaven versuchen. Ja, und darunter eine Abbildung, die ich gefunden habe hier bei upriser.com, wo also eine Weltkarte abgebildet ist mit einigen Konzernen, globalen Konzernen, die also beispielhaft jetzt hier die Welt beherrschen, denn das wissen wir inzwischen. Erstens, dass diese globalen Unternehmen zum Teil ja wesentlich größer sind als einzelne Nationen, was ihren Umsatz angeht, gemessen im Vergleich zu dem Bruttosozialprodukt einiger Länder, dass diese in der Regel dem militärisch-industriellen Komplex gehören, beziehungsweise den Bankster-Familien, die durch ihre entsprechenden Finanzapparate, Organisationen, Institute die Kontrollmehrheit in diesen globalen Konzernen haben. Also im Prinzip alle diese Konzerne von hinten steuern, weil in den Führungsetagen natürlich nur solche Leute Fuß fassen können, die von solchen ausgesucht wurden, die für die Bankster-Familien arbeiten. Ja. Was es da mit den Bankster-Familien und so zu tun hat, will ich heute nicht weiter erläutern. Das wissen die Zuhörer hier, die Nutzer von Wake News sowieso. Und alle neuen Zuhörer, die hier vielleicht dabei sind, die können sich dann da auch nochmal separat informieren. Es gibt ja immer überall auch entsprechende Informationen, auch auf meiner Medien. Ja, und da ist es eben so, dass hier auch gesagt wird, dass diese neue Regelung TPP natürlich dafür gedacht ist, dass also im Prinzip die Konzerne ganz offen die Macht und Kontrolle übernehmen können, weil die können ganze Nationen, wenn man sie noch als Nationen oder Länder bezeichnet, verklagen und werden in der Regel dann wahrscheinlich auch immer Recht bekommen, weil auch diese Gerichte alles, ne, inzwischen ja auch die Länder und Nationen alles Firmen sind, die man das ja unschwer in den verschiedenen internationalen Handelsregistern nachprüfen kann. Es ist also nicht ein Phänomen der Bundesrepublik in Deutschland, wo das nachvollziehbar ist, sondern es ist überall. Es ist die Schweiz, es ist Österreich, es ist ganz Europa. Es sind die Gerichte, die UN-Institutionen, alles ist, sind alles Firmen. Ja, ist ja auch klar. Die UN wurde damals mit großem finanziellen Aufwand der Rockefeller Stiftung angestoßen. Das heutige UN-Gebäude in New York City steht auf dem Gelände der Rockefeller Stiftung. Und David Rockefeller ist, dessen Vater sind damals die Verantwortlichen gewesen für diesen Vorstoß. Natürlich immer in Absprache mit den anderen Bankster-Familien, die hier die Welt beherrschen. Auch das haben die meisten Menschen noch nicht so richtig erfasst, dass sie nicht in irgendeiner Nation leben, sondern allenfalls in einem Gehege, ja, wo sie mehr oder weniger frei rumlaufen dürfen. Und aber nur, wenn sie produktiv sind, sonst kommen sie in die Guantanamo-Einrichtung, in die Lager. Ja, und da werden sie als Schuldsklaven, Schuldgeldsklaven ausgepresst, weil man auf sie Schulden aufnimmt, die dann später die anderen auch noch mittragen dürfen. Weil dieses Schuldgeldsystem, auch das sollte jeder, der es noch nicht erfasst hat, mal nachforschen. Bitte mal das selber nachforschen, was ich sage. Nicht einfach blind vertrauen. Ja, dieses Schuldgeldsystem, das uns ja versklavt, das von einigen wenigen privaten Familien kontrolliert wird,
die Nationen, in Anführungszeichen die Firmen, wenn man will, sind in der Hand dieser paar privaten Banksterfamilien und müssen das ausführen, was da oben gesagt wird. Sonst werden sie den Kopf kürzer gemacht oder geselbstmordet oder sonst was. Ja, auch das besprechen wir eigentlich immer regelmäßig. Gut. Es muss uns also inzwischen klar sein, dass es nur eine kleine Gruppierung ist, die uns dominiert und so ihre perversen Machtgelüste, ihr satanisches Treiben und die Gier nach Dominanz ohne gültige Rechtsgrundlagen aufzuzwingen versucht. Ihre größten Verbündeten sind die Angst, die Lüge und die Manipulation. Denn auch das sollte uns klar sein. Alles, was mit uns geschieht, ist von uns selbst erzeugt, weil wir uns irgendwas vorstellen. Ja, wenn man Angst generiert, dann denkt man zu viel nach, was könnte mir alles passieren und so weiter und dies und macht sich ein riesengroßes Gebäude voller Gefahren, die einem dann vor den Augen auftreten und dadurch wird man immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis man im Boden versinkt, weil man so viel Angst hat und dann tritt irgendeiner drauf und dann war's das. Ne? Das heißt, die Angst, ja, ist eines der wesentlichen Kriterien, wie sie uns versuchen im Zaume zu halten. Das ist ja auch bei einer Schafherde so. Die haben Angst vor dem Schäferhund, ja, oder von dem es muss ja nicht ein Schäferhund als Rasse sein, sondern ein Hund, der eben diese Herde immer in irgendeiner Form kontrolliert. Ja, das ist auch ein Urinstinkt, Angst vor dem Wolf. Aber der Hund ist natürlich so dressiert, dass er die Schafe nicht umbringt, sondern einfach nur sie dominiert. Ja, und dann die Lüge. Wir wissen, die Lüge ist einfach ein Instrument, eine Waffe. Denn den Menschen, denen wir vertrauen, ja, den sagen wir nicht, also den geben wir nicht irgendwie die Eigenschaft zu, dass sie uns belügen. Ne? Sondern wir denken immer, die Leute, die irgendwie so Funktionen haben wie Regierung, wie Politiker, wie irgendwelche Wirtschaftsführer, na, die werden also schon immer versuchen, das Beste für uns zu machen. Für uns Menschen. Auch das ist natürlich eine Vorstellung, die bei uns generiert wird, in unserer Wertevorstellung. Und da muss man darauf stoßen, dass die Lüge ein Instrument ist, um uns in die Irre zu leiten, um uns zu betrügen, um dann mit uns machen zu können, was man will. Und die Manipulation. Die Manipulation ist also, uns irgendetwas schmackhaft zu machen, etwas schön zu machen, uns irgendwo hinzuleiten mit wunderschönen Bildern, Worten, was habe ich gesagt, Bilder, Worten, Filmen und Begierden, die man uns schafft, ob das Mode ist, ob das das Aussehen ist, ob es das Essen ist, fein schick ausgehen und Urlaub machen und ach, und all diese Dinge. Und viel Materielles besitzen, am besten schön blank poliertes kleines Autochen. Ne? Der eine, ich weiß nicht, ob das Auto noch gibt, es gab früher mal so ein Opel Manta, ne? Das war so ein Möchtegern Porsche, ne? Für die es nicht sich nicht leisten konnten und dann und so weiter. Nichts gegen, ne? Manta-Fahrer oder so. Ja, und also das sind so die Begierden, die also unsere primären Instinkte ansprechen und uns dann dadurch, deswegen auch die Frühsexualisierung in den Schulen oder Kindergärten sogar schon, um eben die Kinder gleich von vornherein sich nur mit solchen Dingen beschäftigen zu lassen und nicht in die Lage zu versetzen, mal über alles nachzudenken, weil sie beschäftigt sind mit ihren primären Trieben. Ja, ja, und diese kleine Gruppierung, die uns also dominiert und ihre perversen Machtgelüste, ihr satanisches Treiben und die Gier nach Dominanz ohne gültige Rechtsgrundlagen aufzuzwingen versuchen, haben diese drei Methoden eben fantastisch entwickelt und die funktionieren eigentlich
leider immer noch recht gut. Wenn wir also erstens keine Angst mehr haben, indem wir zusammenstehen, uns vereinen und uns unserer eigenen Stärken bewusst werden. Zweitens, den Lügen der wenigen den Rücken kehren, uns also nicht mehr von Lügen beeindrucken lassen. Und drittens, uns nicht mehr manipulieren lassen, weil wir selbst bewusst werden und hinter die Manipulationsabsichten schauen, dann haben die paar wenigen keine Macht mehr über uns. Ja, darunter sieht man jetzt auch nochmal eine Abbildung, die der eine oder andere jetzt schon mal gesehen hat. Die Festnahmebilder des freien Journalisten Detlef von Breaknews Radio, Breaknews TV durch bewaffnete und uniformierte des Handschellenregimes in Südbaden-Rheinfelden ohne rechtsgültige Dokumente, Amtsausweise, Beschlüsse oder Urteile. Es ist reine Willkür, was da geschehen ist, weil man nicht wollte, dass ich das alles aufnehme, was ich inzwischen weiß, was alles geschehen ist. Da haben sie dann gleich von vornherein Angst gehabt. Oh, ich mach's hinterher. Macht ja nichts. Die Öffentlichkeit wird davon noch eine Menge mitkriegen. Wenn also die sogar für die Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit 6 bis 12 Mann brauchen, ne, 6 Mann auf der Straße, 12 Mann im Knast, Guantanamo, um einen freien Journalisten mit Gewalt oder Gewaltandrohung an seiner Arbeit zu hindern, dann könnt ihr erkennen, auf welch wackeligen Beinen diese Lügensystemmatrix sich bereits befindet. Ja, und darunter eine Abbildung, eine Handvoll mutiger Menschen. Denn das braucht es, eine Handvoll mutiger und friedlicher Menschen kann eine ganze Armee bewaffneter, uniformierter damit bereits beschäftigen. Wie erbärmlich treten diese gegenüber der Freiheit, der Menschlichkeit, der Schöpfung auf, diese bewaffneten Uniformierten. Wer keine Argumente und Beweise mehr hat, der muss zwangsläufig zu Gewalt greifen, eben um an der Macht zu bleiben. Und das ist ja jetzt im Prinzip geschehen, geschieht täglich, überall, und die tyrannisch gewalttätigen Handlungen der Bütteltruppe des Systems wirkt eigentlich nur noch lächerlich, abstrus, fehl am Platz und hindert die Menschheit an der jetzt so wichtigen weiteren Entwicklung hin zum Kern der Schöpfung, der Wahrheit und der Erkenntnis. Auf der anderen Seite bringen natürlich auch solche Ereignisse dann dem einen oder anderen das Erwachen. Und das ist wichtig. Daher seid mutig. Lasst euch nicht mehr belügen. Durchschaut die Manipulationen und fallt nicht mehr darauf hinein. Ja, und in unserem englischen Teil werden wir dann nachher auch wieder super Gäste und Gastgeber haben, das sagte ich schon, die uns wichtige Informationen geben werden und Tipps, was und wie wir uns auch international gegen diese paar wenigen friedlich zur Wehr setzen können. Schaltet auch dann ein, die Sendung geht ja dann bis in die Sonntagmorgenstunden und rund um die Welt. Ja, ich habe da nochmal einen Link gebracht, auch zu meinem englischsprachigen Blog bei unitedwestrike.com. Da gehen wir dann nachher später rein. Ja, so sieht's aus. Und ihr könnt hier mitmachen. Ihr könnt mir eure Infos, Kommentare reinsenden unter radiowirkungs.net. Freue ich mich. Dann können wir die wunderschön auch noch heute mit diskutieren. Es ist ja so, wir erleben draußen ein riesengroßes Spektakel, ein Theater, was uns vorgespielt wird, eben von diesen paar großen nationalen Firmen, die also da im riesengroßen Getöse mit Waffen und riesigen Kriegsgeräten stolzieren und da Übungen und was weiß ich machen. Letztendlich
aber nur zu dem Zweck, die eigenen Bevölkerungen im Griff zu behalten. Denn die Mächtigen, das wissen wir auch, haben nur ein einziges Ziel. Sie wollen die Bevölkerungen reduzieren. Das ist jetzt die Stoßrichtung. Deswegen werden auch die Kriege gemacht, um bei der Gelegenheit natürlich auch ihre strategischen Vorstellungen umsetzen zu können, ohne dass die Menschen ein Widerstandspotenzial haben. Denn das wird ihnen ja entzogen durch die Vernichtung, durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Wenn du keine Wohnung mehr hast, ist es schwer, und keinen Internetanschluss, ist es schwer, dich noch zu wehren, wenn du dann sogar noch Hunger leidest, weil die ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist, wie das ja in diesen ganzen Kriegsgebieten zu sehen ist, ob Syrien ist, Irak war, Afghanistan, wo Syrien, habe ich schon gesagt, Libyen oder auch Ägypten und so weiter. Alles ist ja, wird von den Globalisten zerstört, die nicht nur auf Seite der NATO stehen. Die sitzen hinter allem. Überall da, wo Schuldgeld eine Rolle spielt, Waffen gekauft werden müssen, produziert werden müssen. Da stecken die Globalisten dahinter. Das sind eben auch durchaus solche, die bei den BRICS-Staaten zu finden sind. Denn auch die BRICS-Staaten sind genauso wie die anderen durch Bankster finanziert, durch dieselben Familien. Ne? Sonst würden die das nicht auf die Beine stellen können. Und diese Kriegsspielereien, wo dann aufgebauscht wird, es geht hier die Russen gegen die Amerikaner oder umgekehrt, das sind alles nur falsche Spiele. Ja. Und insofern, wenn man das durchschaut, gut, kann immer noch mal zu einer brenzligen Situation kommen. Es kann auch dazu kommen, dass die irgendwie jetzt dann den Befehl kriegen, gegeneinander schießen zu sollen, um den finalen Schlag auszuführen, um mit der Vernichtung von unserem Leben, unseren menschlichen Grundbedürfnissen anzufangen. Aber solange wir in der Lage sind, und das ist ja immer das Problem, solange es einem noch relativ gut geht, hat man keinen wirklichen Freiheitsdrang oder Freiheitswillen. Man sagt, wieso, ist doch hier alles in Ordnung. Solange ich meine Blindzeitung noch im Kiosk kriege, ist doch alles okay. Ne? Aber die Kioske haben ja schon angefangen, scheinbar den Vertrieb der Blindzeitung zu boykottieren. Aber gut, das ist noch eine andere Geschichte. Ja, ihr versteht, was ich meine. Wir sind leider in einer noch zu trägen Gesellschaft, die sich dort nicht darüber bewusst ist, dass wir eigentlich schon mittendrin sind in diesem Vernichtungsschlag der Eliten, in Anführungszeichen, die uns den Chaos machen wollen. Aber eben solche Attacken gegen freie Presse, gegen die Pressefreiheit, gegen so Leute wie mich, bin ja nicht nur ich, sondern es sind ganz viele Menschen, die so kritische Informationen rausgeben, die drangsaliert werden. Wir haben das auch in der letzten Sendung sehr deutlich nochmal gesagt, was die Reporter ohne Grenzen festgestellt haben, dass also vor allen Dingen auch die freien Blogger stark unter Druck sind. Auch dort hat es schon Todesfälle gegeben. Und das auch von BRICS-Staaten. Also die BRICS-Staaten sind nicht unbedingt unsere Rettung, will ich damit sagen, was die Freiheit angeht und unser Überleben, sondern das ist ein anderer Block, der anders heißt, der aber genauso Menschenrechte mit Füßen tritt, dass ob das Brasilien ist, ob das China ist, sogar in Russland ist nicht alles in Ordnung, wie es sein sollte, und andere Länder. Also da dürfen wir uns keine Illusionen machen, denn das ist auch wieder eine Manipulation in unserem Kopf, wenn uns das vorgespielt wird. Und was wir vor allen Dingen eben erreichen können, ist durch unseren Mut, unsere Nicht-Angst, also unsere Angstfreiheit, dass wir denen eine der wichtigsten Waffen nehmen können. Und diese Einsätze mit diesen bewaffneten Uniformierten, das ist ja nur ein kleiner Haufen. Wenn du das auf eine gesamte Bevölkerung hochrechnest, ist das ja eine lächerliche Truppe. Ja? Die tauchen natürlich immer mal so zu 10 oder 12 auf, wenn gegen einen, ne? Unbewaffnet sowieso. Aber wenn sie dann mal einer, wenn dann mal eine Hundertschaft 100.000 Leuten entgegen steht, dann werden die also wahrscheinlich die Beine in die Hand nehmen und versuchen, so schnell wie möglich da weg zu laufen. Das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Aber es geht ja auch nicht um Gewalt oder sonst irgendwas, sondern
Wir müssen versuchen, das auf einer friedlichen Basis für uns zu lösen. Und uns muss klar sein, dass wir der Chef sind. Souverän heißt ja nichts anderes, als dass man selbst über seine eigenen Geschicke entscheiden kann. Und das ist nicht etwas, was man sich irgendwo auf die Stirn schreibt, sondern das muss man leben. Souveränität muss gelebt werden. Man muss also sich unabhängig machen von äußeren Einflüssen und anderen Entscheidungsträgern. Wenn du immer nur jemand bist, der befolgt, was dir irgendeine Autorität sagt, dann bist du nicht souverän. Sondern du bist als souverän verantwortlich für dein eigenes Leben, für dein eigenes Dasein, für deine Entscheidungen, die du triffst, für dich. Und die musst du dann auch selbst natürlich verantworten. Verantwortung ist dabei ein ganz wesentlicher Punkt. Und erst wenn wir diesen Entwicklungsschritt gemacht haben, können wir von uns als Souveränen sprechen. Man spricht ja vom Souverän als einem einzelnen Menschen. Und die Gruppe der Souveräne kann dann ein souveränes Volk bilden. Ja. Und das ist eben etwas, das hat man uns ordentlich ausgetrieben über die letzten paar Jahrhunderte. Wir sind versklavt, verknechtet, irgendwas geworden. Man hat also eine Kaste, eine Klassengesellschaft aufgebaut, um von vornherein die Masse auszuschließen von irgendwelchen Wohlergehen. Das hat man vielfältig in verschiedenster Art und Weise über die entsprechenden Zeitepochen hingekriegt. Und immer waren die Waffen dieser paar wenigen die gleichen. Angst bei der Masse des Volks, wobei das eigentlich nicht nachzuvollziehen ist, weil die Masse des Volks ja wesentlich mehr ist als die paar Männchen, sage ich schon, also es sind natürlich auch ein paar Frauen dabei, die also die Welt beherrschen. Also es wäre eigentlich ein leichtes, ne? Dass man also als Masse sagt, also sorry, also geh zum irgendwo hin. Ja, und dann natürlich die Lügen. Man wird also belogen, es wird einem vorgemacht, man sei ein Sklave, man wird ja da richtig eben manipuliert dahin, dass man also irgendwie dann nachher das auch selbst so glaubt, der eigene Wille wurde und wird gebrochen, vor allem bei den Menschen, die also abhängig gemacht werden vom System, oder? Das sind auch die Opfer, Hartz-IV-Opfer in der Bundesrepublik in Deutschland. Deswegen reagiert das System so abartig, wenn man eben das aufdeckt. Und auch hier hatte ich ja meine Erfahrungen gemacht. Wenn man also die Wahrheit aufdeckt, dann wird man verfolgt vom System, so wie mir das ja auch in 2012 bereits geschehen ist. Und hier, wenn man irgendwelche solchen Willküraktionen erfassen will, dann wird man auch verfolgt. Aber das geht nur so lange gut, wie man sich eben auch Angst einflößen lässt oder sich eben davon beeindrucken lässt. Und da sind sie bei mir sowieso am falschen Platz. Ja, Leutchen, weiß nicht, wie ihr das seht. Okay, aber ihr könnt hier mitmachen, mitreden, mitwirken und könnt eure Infos und Kommentare, Fragen, Ansichten reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, dann nehmen wir es rein. Ja, und so ist das eben. Dann werden wir das eben machen können, hier da dann eure Punkte mit reinzunehmen. Hier kam zum Beispiel was, können wir ja mal zwischendurch reinnehmen. Roundup bei Hellweg Baumarkt. Ja, da sollte man bei Hellweg protestieren. Das ist in der Brit, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die noch in anderen Ländern ihre Filialen haben. Es ist hier also aufgedeckt worden, dass bei dieser Hellweg Roundup geführt wird. Da gibt es sogar einen Flyer, eine Werbeanzeige von denen. Das wird also jetzt hier überall herumgeschickt. Ich habe das bekommen von Eco Village, die sich also auch vor allen Dingen mit diesem Thema der Genmanipulation beschäftigen. Ja, und dieser Permaclan besteht hier aus drei Wirkstoffen. So wird das hier also beschrieben und er hat da eine Ansicht geschrieben, diese Werbung richtet sich an den Verbraucher, Privatmenschen. Im Kleingedruckten steht Pflanzenschutzmittel. In den Ortschaften gibt es viele sogenannte Saubermänner und Sauberfrauen, die jedes Pflänzchen im Pflaster stört. Handarbeit,
Kratzen, Zupfen ist zu mühsam, dauert zu lange. Da greift man halt zum Mithüllchen und nebenstehendem Sprühbehälter. Und an diese Leute richtet sich die Werbung. Es ist kein Pflanzenschutzmittel, sondern Pflanzenwegmittel. Weg im Sinne von Beseitigung. Selbstverständlich wusste ich, dass die Mittel nicht auf gepflasterten Flächen ausgebracht werden dürfen. Das steht aber nicht in der Werbung. Das sollte auch mal vor einem Publikum gesagt werden. Ja, die Abbildung bringe ich euch dann später unten in die Linkleiste von diesem Werbeding. Und da, wenn vielleicht auch ihr so einen Markt in der Nähe habt, dann schreibt dir mal hin, ne? E-Mail oder Fax oder sprecht mit den Leuten, dass das nicht schön ist, was da gemacht wird, ne? Oder Fragen stellen. Ne? Fragen stellen ist immer das Beste. Halten Sie das für unbedenklich, dieses Mittelchen und so weiter. Gell? Ja, dann kommt hier noch was, passend auch vielleicht zum Thema hoheitlich versus Firma. Zur Info in Sachen UPIC versus hoheitliches Unternehmen. Da ist jetzt hier eine Zuschrift gekommen. Ich kann im Moment den Link nicht finden, aber ich lese einfach mal vor, was hier geschrieben wird. Hier ist ja mal die Info, die ich gerade zu diesem Thema weitergegeben habe. So zitiere ich von da. Sinnvoll wäre jedoch, bei der derzeitigen Unternehmensgemeinde anzufragen, ob diese erstens die Verordnungen der Gemeindeordnungen und Landesordnungen einhält und ihrer als Diener des Volkes ihrer hoheitlichen Aufgabe nachkommt, den Bürgern zum Friedensvertrag zu verhelfen, Grundgesetz Artikel 16. Zweitens, wenn sie sich 2007, 2008 im Auftrag der EU als Unternehmen angemeldet hat, einen Vertrag vorlegen kann, in der die hoheitlichen Rechte von zuständigen Stellen beglaubigt wurden. In Klammern, die Eintragung als Unternehmen sind im Zentralregister abzufragen. Eventuell kann eine bundesweite Anfrage den Nachweis erbringen. Drittens, ob die Gemeinde-Stadt bzw. deren Verwaltung oder Management den Vertrag mit ICLEI, Local Governments for Sustainability, vereinbart wurde und damit die Hoheitsrechte abgetreten wurden. In dem Vertrag haben alle eingemeindeten Orte als Vertragspartner aufgeführt zu sein. Viertens, wird das Verwaltungsprogramm DOPIC-COM angewandt, womit ebenfalls die hoheitlichen Rechte aufgegeben werden sein könnten, sollte die Gemeinde keinen Nachweis ihrer Hoheitsrechte erbringen können oder die Auskunft verweigern, immer an VWVFG § 25 Auskunftspflicht erinnern, kann direkt bei der Landesregierung in treuer Hand eine Auskunft eingeholt werden. Ein Vertrag mit der ICLEI kann gekündigt werden und die Hoheitsrechte wieder übernommen werden, wenn die Gemeinde-Stadt vor 1914 aktiviert wurde. Ja, das ist interessant. Es fehlt da ein Link dazu, den ich leider jetzt noch nicht finde. Versuche den vielleicht noch zu bekommen. Dann kann ich das später auch noch mit hinzufügen. Interessant, ne? Was man alles so erfragen sollte und was es alles so gibt, wo die normalen Menschen keinen blassen Schimmer haben davon, oder? Ne? Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Eieieiei. Ja, und jetzt gibt es hier noch einen aktuellen Beitrag. In den USA ist der Teufel los. Da geht etwas Gewaltiges vor. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen, weil die JADE-Helm-Operation, JADE-Helm 15, die jetzt tatsächlich auch in die Umsetzung gelangt ist, ich glaube mit der ersten Übung in Alaska, die hat nach Einschätzung aller, die sich damit beschäftigt haben, nur ausschließlich damit zu tun, gegen das eigene Volk, also die US-Amerikaner, vorzugehen, um diese zu entwaffnen und eben auch zu separieren in die Leute, die gefährlich fürs System sind, diejenigen, die man vielleicht umerziehen muss und dann auch diejenigen, die einfach so gleich erledigt werden. Da wird gar nicht gefragt. Ja. Und ich zitiere hier von Stopp ESM, wenn man die gesetzlichen Maßnahmen der letzten Jahre und die Berichterstattung der letzten Monate, insbesondere der letzten Woche, verfolgt, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass in den USA mit aller Macht das Kriegsrecht verhängt werden soll.
Überall wird gezündelt und provoziert und von den Sicherheitskräften bedingungslos und übertrieben hart zu- und zurückgeschlagen. Teilweise ist es blanker Mord, der dort geschieht, besonders an Schwarzen. Unruhen scheinen gewollt zu sein. Es ist der helle Wahnsinn. Überall Militär, Polizei, Sicherheitskräfte, alle bis an die Zähne bewaffnet, überall Hubschrauber, riesige Militärtransporte, Übungen bei Tag und bei Nacht, außerhalb und in Städten mit teilweise verdeckt agierenden Sicherheitskräften, wie es ja bei JTAM der Fall ist. Das gesamte Land ist militarisiert wie nie zuvor. Milliarden Schuss Munition wurden geordert, teilweise als Hohlrundgeschosse, da bleibt vom Opfer nichts mehr übrig. Übungen wie zum Beispiel die Operation JTAM, die Land und Leute in Angst und Schrecken versetzen. In den USA dienten Übungen nicht nur einmal als Einstieg für den Ernstfall. Unzählige FEMA-Camps, KZs und Umerziehungslager und Leute, die früher sagten, dass in diesen FEMA-Camps 25 Millionen Amerikaner untergebracht, also getötet werden mussten. Diese Leute sind heute die Berater von Obama. Deagle, wir wissen, da haben wir auch mal drüber berichtet, über die Veröffentlichung von solchen Bevölkerungszahlen bis 2020, die in einigen Nationen erhebliche Reduzierungen vorsahen, auch vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Schweiz übrigens. Deagle hat in den USA bis zum Jahre 2025 eine Bevölkerungsreduktion von sage und schreibe rund 200 Millionen auf dann nur noch 70 Millionen Menschen prognostiziert. Wir müssen leider mit dem Allerschlimmsten rechnen. Die USA sind in der Hand von absolut skrupellosen Terroristen, die die Befehlsgewalt über ein Millionenheer von Militärs, Geheimdienstkräften, Söldnern, Mordkommandos und deren Waffen nicht nur in den USA, sondern weltweit haben. In Europa übt die US-NATO inzwischen vermehrt im Osten an den Westgrenzen Russlands. Dort werden überall Panzer und anderes Gerät und Soldaten hingeschafft. Die Ukraine wird hochgerüstet, so zitiere ich aus dieser Zuschrift. Der gesamte Nahe und Mittlere Osten ist in der Gewalt von Israel und dessen trojanischen Pferden Islamischer Staat, genannt ISIS, IS, ISIL, wie auch immer, Al-CIA da und anderen Gruppierungen. Die VAE überfallen nicht einfach mal Nachbarstaaten. Der Iran wird bedroht. Syrien ist ein Pulverfass, in Pakistan köchelt es, in Nordafrika brennt es dank US-Zündfunken, Waffen und Logistik. Und auch an der Ostgrenze Russlands und an Chinas Grenzen ist das US-Militär inzwischen überall präsent. Zudem werden nun vermehrt False-Flag-Attacken, also falsche Flagge-Attentate, verübt, um noch mehr Überwachung, Kontrolle und Sicherheitsmaßnahmen durch Polizei und Militär zu rechtfertigen. Letztens erst die Garland-Schießerei, davor Charlie Hebdo, der Boston-Marathon, der False-Flag-Anschlag in Kanada, die False-Flag-Anschläge in dem Kino und der Schule und zig andere. Immer sind drakonische staatliche Maßnahmen die Folge, die ohne False-Flag-Anschläge niemals durchsetzbar wären. In Frankreich rastet der Staat inzwischen völlig aus und nimmt sich nach Charlie Hebdo Rechte heraus, die das Land zu einem lupenreinen Polizeistaat machen. Die Polithuren der Machtelite sind offenbar zu allem entschlossen. Ja, und dann noch ein Zitat. Wir haben eine totalitäre Regierung und die totalitäre Regierung will jeden überwachen. Totale Überwachung von jedermann, die hören die Telefongespräche mit, haben Einblick in die Kreditkartenkonten und wissen, wohin wir reisen. Wir stehen unter totaler Polizeiüberwachung. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was in unserer Verfassung steht. So ein Zitat mit Hinweis auf die Verfassung in den USA. Ja, also
solche Dinge, die also da drin stehen, also ich gebe euch den Link dann später rein, da könnt ihr alles andere auch noch lesen, was ich jetzt nicht vorlese. Ganz wichtig, dass wir hier also das realisieren, dass es also jetzt soweit ist, wir sind drin, erschreckt euch, habe ich das letzte Mal in der Sendung gesagt, wacht auf, rüttelt euch auf, dass wir sind jetzt da, es ist jetzt am Passieren. Ich hatte ja schon mal in früheren Sendungen gesagt, wenn Sie mich festnehmen, so Leute wie mich, es geht ja nicht nur um mich, ja, ich bin ja nur ein Beispiel, aber wenn man solche Leute wie mich festnimmt, dann sind wir da. Dann ist die Tyrannei, der Terror, die totalitäre Maske des Systems klar sichtbar und dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr, als nur den friedlichen, aber bestimmten Weg einzuschlagen, unsere Freiheit aufrechtzuerhalten. Das geht nur, indem wir alle zusammen schaffen, zusammenhalten, uns in irgendeiner Art und Weise vereinen, nicht als riesengroßer Apparat, sondern durchaus auch überall unabhängig voneinander, aber dennoch gemeinsam denkend, fühlend und handelnd. Und ich denke, das ist durchaus jetzt sinnvoll. So ist es ja auch nicht verwunderlich. Auch da habt ihr vielleicht die Nachricht gelesen, obwohl es natürlich nur ein regionales Geschehen ist, dass jetzt die Menschen, die also besonders ja gequält werden, nämlich die, die man eingesperrt hat, sich das nicht mehr so einfach gefallen lassen. Und das ist natürlich nicht das erste Mal, sondern es ist aber eine der wirksamsten Methoden, damit auch die Leute drumherum das bemerken, dass nämlich in dem Guantanamo Freiburg, wo ich auch drin war, jetzt seit, ich glaube, ein, zwei Tagen 70 Häftlinge in den Hungerstreik getreten sind. Es werden da abstruse Gründe dafür geltend gemacht, aber was auf jeden Fall richtig ist, und ich habe es mit eigenem Leibe miterlebt, das Essen, was man dort bekommt, ist nicht genießbar. Also, das kannst du nicht essen, das ist eine Tötungsabsicht. Ja? Wenn man solche Nahrungsmittel, die keine Nahrung mehr beinhalten, zu sich nehmen soll. Das ist also unter aller Kanone und da sind jetzt also die Leute angetreten in den Hungerstreik. Es wird dort behauptet, dass es wegen irgendeinem Koch sei, der vom anderen Ufer ist oder so. Aber das mag vielleicht zusätzlich noch der Fall sein, dass da andere Gründe auch noch eine Rolle spielen. Aber es geht im Wesentlichen um diese Folter. Es ist eine permanente Folter, die da stattfindet. Ich werde kritisiert, warum ich sage Guantanamo Freiburg. Das wäre doch gar nicht zu vergleichen mit dem Guantanamo in Kuba. Da kann ich nur sagen, also wo ist der Unterschied? Folter ist Folter. Ja? Bei dem einen wird es extrem gemacht, bei dem anderen subtiler. Ja? Es gibt ja auch sogar Leute in der Regierung von Obama, die gesagt haben, oder bei Bush, die gesagt haben, Waterboarding, also das Ersticken und Ertrinken lassen durch den Einfluss von Wasser, ist ja gar keine Folter. Das, ne, normale Verhandlungen, um Informationen herauszubekommen, ist normal. Ne? Solche Sachen laufen ab und mit solchen Leuten haben wir es zu tun, die sich ja so ein Deut um Menschlichkeit scheren, denen andere Menschen egal sind, die also auch die universalen Schöpfungsgesetze vergewaltigen oder ignorieren, mit den Füßen treten, mit solchen Leuten, weiß nicht, was sollen wir damit anfangen? Die müssten eigentlich erstmal wieder zurückgeführt werden in eine, ja, in einen Ausbildungsprozess, wo sie eben auch mal wieder lernen, was das ist. Natur, Leben, Erkenntnis, Bewusstsein. Und das eben in einer Form, dass sie dazu wirklich also jeden Tag, jede Minute zur Verfügung haben. Ja? Also, die kann man auf jeden Fall nicht in irgendwelchen führenden oder leitenden Funktionen drin lassen. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Leutchen auch mal nennt und darstellt, damit sich andere ein Bild von solchen Leuten
machen können, oder? Ja, also ich denke, das war auch cool, diese Sendung. Jetzt hat er aufgewacht, hier noch eine tolle Geschäftsidee im Lions Club erzählt. Oder war er das gar nicht? Schauen wir mal. Hat da einen Link reingeschickt, den ich hier alle mal aufmache. Getarnter, so zitiere ich von da, getarnter Erwerbsloser erzählt Geschäftsidee im Lions Club und sorgt für Eklat. Ein Erwerbsloser mischte sich inkognito mit Anzug und Krawatte an den Tresen des Lions Clubs. Barkeeper: Ich habe sie noch nie hier gesehen, was möchten Sie trinken? Der Erwerbslose: Champagner für alle. Ein Raunen ging durch den Club, alle Blicke wanderten sofort auf den Neuen, in Anführungszeichen. Erwerbsloser: Stellt euch bloß vor, mir ist es mit einem speziellen Geschäftsmodell gelungen, mit relativ wenig Arbeitseinsatz viel Geld und Freiheit zu erlangen. Wer bei mir einsteigen will, ist herzlich willkommen. Alle rückten sofort auf und bekamen Ohren so groß wie Rhabarberblätter. Der Business Angel der Industrie- und Handelskammer, IHK, der Direktor der örtlichen Sparkasse, der Bürgermeister, der Chefredakteur der örtlichen Tageszeitung, der Geschäftsführer des Caritas Sozialwarenkaufhauses und auch der Pfarrer der örtlichen Gemeinde fehlten nicht. Und die Frauen der anwesenden Männer machten dem Neuen in Anführungszeichen schöne Augen. Erwerbsloser: Doch bevor ich euch darin einweihe, möchte ich euch noch einen Witz, den ich meinem Erfolg zu verdanken habe, erzählen. Schon wieder ging ein Raunen durch den Club. Erwerbsloser: Ein nicht erwerbstätiger Deutscher erzählt einem erwerbstätigen Deutschen von seinem Geschäftsmodell, wie man mit relativ wenig Arbeitseinsatz relativ viel Geld und Freiheit erlangt. Der Nicht-Erwerbstätige wird umgarnt und hofiert wie ein König, so wie ich es gerade von euch erlebe. Auf wessen Kosten der König lebt, interessiert euch nicht. Das ändert sich jedoch schlagartig dann, wenn ich euch erzähle, dass der König von Sozialhilfe lebt. Das ist meine Geschichte. Champagner für alle, die sich nicht aufregen. Die Mitglieder des Lions Clubs waren außer sich und verließen alle der Reihe nach dem Club. Nur der Pfarrer blieb bis zum Schluss und meinte: Weißt du was, mein Sohn, du hast recht. Aber das dürfte ich vor versammelter Mannschaft nie sagen. Erwerbsloser: Vater, wäre das drüben im Rotary Club anders gelaufen? Pfarrer: Ich glaube kaum, mein Sohn. Und verließ den Club. Ja, siehst du, gebe ich nachher als Link, könnt ihr auch mal nachlesen. Ja, die geheimen Clubs, die brauchen wir auch, ne, damit wir immer unseren Spaß haben, oder? Ja, denn die, die da drin sitzen, das sind diejenigen, die dann später mal in die, ja, in diese Umerziehung, ist schlechtes Wort, in diesen Erkenntnisprozess in den Neuen eingeschleust werden müssen, damit sie zurückfinden zum Ursprung, oder? Ja, also, jetzt sind wir schon wieder an einem Punkt angelangt, dass wir in eine kleine Erholungspause gehen. Ihr dürft mir noch bitte eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen oder sonst was reinsenden unter radio@wakenings.net. Freue ich mich. Super, klasse macht ihr das. Ja? Also, schauen wir gleich mal. Und was hören wir? Wir hören jetzt zwei Stücke vom Regen, von der Regenlaune, nämlich einmal Frei und Weiß der Himmel. Ja, und wir sind hier im Unite with Sky Radio Marathon Sondersendung heute am 9.05.2015. Ja, wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Stunde, wieder spannend, ist ja logisch, oder? Ja? Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Okay, also bis gleich. Ciao. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music.
Tierarzt verwüste durch das Land. Streichen dir ganz sanft die Hand. Wort. Bin auf der Suche nach diesem Ort. Nun frei, um frei zu sein. Frei, um frei zu sein. Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Gesund. Früher war der Himmel richtig blau.
Himmelszelt. Sie werfen kalte Schatten auf eine heiße Welt. Wolken, Blitz und Donner, das Wetter spielt verrückt. Ist der neue Petrus, gibt es noch ein Zurück? Früher war der Himmel richtig blau. Heute ziehen Wolken trist und grau. Weiße Streifen stehen am Himmel schwer. Wolken und das Wetter lange her. Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund, werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, wir sind zurück hier aus unserer kleinen Erholungspause zum Durchlüften der grauen Gehirnzellen, oder? Ja? Super, dass ihr wieder drin seid hier. Wir haben hier, jetzt heute, unseren United States Radio Marathon, eine Sondersendung, die wir jeden zweiten Sonntag im Monat machen. Ja, und ich habe immer das Privileg, hier mit Wake News Radio Wings TV die erste Sequenz zu spielen, in der Regel 2 Stunden auf Deutsch. Ja, und da sind wir jetzt mittendrin in der zweiten Stunde. Die hat jetzt angefangen. Wir sind hier am 9.05.2015 zusammen und diskutieren über wichtige Dinge, über die wir uns immer wieder im Klaren sein müssen, die wir auch anderen Menschen weitervermitteln sollten, nämlich wir sind die Souveräne und nicht irgendwelche Firmen oder Firmenangestellte oder sogar deren Eigentümer. Und das müssen wir immer wieder nicht nur uns selbst, sondern auch den anderen gegenüber deutlich machen. Dazu brauchen wir auch keine Gewalt, denn friedliche Macht ist wesentlich effizienter als plumpe, sinnlose, hirnlose Gewalt. Ja, und das wenden die ja an, weil sie überhaupt keine Argumente und Beweise haben, die sie uns vorlegen können, um zu belegen, dass das, was sie tun, richtig, rechtsgültig und in Übereinstimmung mit den Situationen richtig ist. Ja, und darüber habe ich jetzt schon in der ersten Stunde recht ausgiebig erklärt. Und wir haben jetzt hier in der zweiten Stunde die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, andere Punkte auch noch mit reinzunehmen. Und es kamen auch schon einige von euren Mitteilungen hier hinein. Und jeder darf hier seine Ansichten, Informationen, Fragen
Meinung reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, da ist schon einiges da. Ja. Ja, wir haben vor uns ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, also noch ein weiteres, wo wir ja eine Entscheidungsschlacht schlagen, wenn man so will, über wird diese neue Weltordnung es schaffen, uns zu versklaven, oder wachen genügend Menschen auf, die sich friedlich dieser tyrannischen, totalitären Versklavung entgegensetzen können. Und ich denke, und das ist nicht nur mein Gefühl, sondern eigentlich auch das Beobachten der Situation, dass es der neuen Weltordnung nicht gelingen wird. Denn schon zu viele sind aufgewacht, zu viele stemmen sich gegen die Tyrannei. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis da alles zusammenbricht. Natürlich arbeiten die ja selbst auch daran, an der Zerstörung der Matrix, das wissen wir. Schauen wir uns nun mal die ganzen Streiks an, die werden von den Gewerkschaften initiiert und die Gewerkschaften sind alle pyramidal organisiert. Schau dir nur das Logo von dem DGB an, das ist eine Pyramide mit einem All-Seeing Eye, also mit einer allsehenden, mit einem allsehenden Auge. Alle diese Führungsstrukturen, vor allen Dingen die pyramidalen, sind unterwandert von von Leuten, Sympathisanten oder Abhängigen des Systems und müssen das tun, was man ihnen in den geheimen Treffen der geheimen Clubs, ja, gehörten ja Rotary oder Lions oder Freimaurer, wie sie alle heißen, gesagt, was sie zu tun haben. Und ja, das ist, ich meine, wenn du dir das anschaust, dass da so bewaffnete Uniformierte draußen rumlaufen, irgendeinen Auftrag erfüllen, ohne sich auch nur einen Moment Gedanken darüber zu machen, ob das überhaupt richtig ist, was man macht oder nicht, ist das sehr traurig. Ne? Also diese Leute sind auf jeden Fall noch nicht aufgewacht, haben ihr Bewusstsein noch nicht erlangt. Aber schließt sie nicht aus. Jeder kann zu jedem Moment aufwachen, kann sich dazu besinnen, darauf berufen, selbst seine Verantwortung für sich und die Umwelt und das, die Gesellschaft natürlich, das Leben wahrzunehmen und sich nicht mehr versklaven zu lassen, nicht mehr im Kopf dirigieren zu lassen durch Angst, Lügen und Manipulation. Also es ist wichtig, dass man das weiß. Ja, und wir gehen jetzt mal in dieser nächsten Stunde auf einiges ein. Kleiner Hinweis noch, ich muss so in einer Viertelstunde mal eine kurze englische Durchsage machen, weil wir geplant hatten, einen englischen Beitrag vorzuziehen, weil wir ein bisschen Terminkollision hatten. Das hat sich aber wieder aufgelöst. Ich kann den englischen Beitrag dann auch in der nächsten Stunde, wie es ursprünglich geplant hatte, dann reinnehmen, und das ist auch für die gesamte United-Radio-Marathon-Sendung dann besser. Ja, aber das sage ich dann nochmal ganz kurz, bevor ich euch dann irritiere, dass wir dann mal wieder auf Englisch reden. Ne? Ja, wir sind ja in einer internationalen Sendung heute, das ist halt so. Ne? Und die meisten von euch verstehen es ja eh, gell? Kein Problem. Ja, jetzt gucken wir mal weiter. Ihr habt hier einige von euren Zusendungen drin. Schauen wir mal ganz oben hier. Verdi kündigt Streiks bei der Post an. Briefkästen bleiben bald leer. Kam bei den Matrix-Medien erste Reihe Tagesschau.de. Ja, hab ich das nicht eben gerade gesagt. Ne? Also die erst die Bahn, dann die Kitas, ne, damit also die Leute auch nicht eigentlich nicht mehr zur Arbeit gehen können, weil wenn sie Kinder haben, wie wollen sie sonst unterbringen oder teuer oder umständlich bei anderen Menschen ihr Kleinkind abzugeben. Und nun kommt die Post, auch in deren, so zitiere ich von der Zuschrift, Tarifkonflikt drohen in der kommenden Woche Streiks. Dabei geht es vordergründig um die Wochenarbeitszeit der Beschäftigten. Der Hintergrund ist aber die Gründung von regionalen Firmen in der Paketzustellung. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi
hat nach eigenen Angaben die Verhandlungen zur Arbeitszeit für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten abgebrochen und wird in der nächsten Woche bundesweite Streikmaßnahmen starten. Wo und wann werden wir noch kurzfristig bekannt geben, steht da. Zeichen stehen auf Sturm. Ja, soll jetzt alles in Bewegung kommen. Das ist ja auch die Absicht, alles ins Chaos zu stürzen, dass im Chaos nachher keiner mehr weiß, wo es lang geht und so weiter. Oder zumindest ist es eine Übung, damit man dann weiß, wie man es besser macht, wenn es noch nicht so 100% klappt. So, Zeichen auf Sturm. Die Post sei nicht bereit, die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 38,5 auf 36 Stunden zu verkürzen und wolle den Beschäftigten zudem jeglichen Schutz vor Fremdvergabe nehmen, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kostschis mit ihrem Angebot, dass die Post in der vierten Verhandlungsrunde vorgelegt habe, wolle das Unternehmen seinen Vertragsbruch legalisieren und die Voraussetzungen dafür schaffen, den Konzern mittelfristig in Billiggesellschaften zu zerlegen. Post ist auch nur eine Firma, Leutchen. Da ist nichts Staatliches, Hoheitliches mehr dabei. Ich gebe euch den Link später da rein. Ich lese das nicht alles vor. Da kommt noch was rein hier. Zigeunerbettler schwängern 13-Jährige. Oh Mann. Krone AT, also dieser Österreicher. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nach dem Prinzip, wo Tauben sind, fliegen Tauben zu, gilt inzwischen die Bettlerszene in Salzburg als touristische Attraktion auf der ganzen Welt. So zitiere ich aus der Zuschrift. Sogar in Reisebüros in Australien werden All-Inclusive-Package-Tours mit garantiert bettelnden Zigeunern angeboten. Für stilgerechte Untermalung beim Betteln sorgen bereits echte staatlich alimentierte Zigeunerbarone. Die schwangere 13-Jährige konnte aber keine Angaben machen, wer der biologische Vater ihres Kindes sei. Sie meinte, einer ihrer Brüder, der Onkel oder der Vater könnte es auch gewesen sein. Oh Mann, ey. Gut, ich lese nie weiter vor. Das sind diese Geschichtchen wieder, gebe ich euch den Link später gerne rein. Airbus Militärtransporter A400M in Spanien abgestürzt. Mindestens 3 Tote. Maschine war offenbar auf dem Testflug. Das ist dieses neue Ungeheuer, was sie da gebaut haben, damit sie schneller ihre Truppen von einem Gehege zum anderen transportieren können, falls man Aufstand ist. Ne? Ich zitiere von der Zuschrift, das kam bei de-nachrichten.yahoo. Im südspanischen Sevilla ist ein Airbus Militärtransporter vom Typ A400 abgestürzt. Mindestens 3 Menschen kamen nach ersten Angaben der Rettungskräfte ums Leben. 2 weitere wurden schwer verletzt. An Bord seien offenbar 7 Menschen gewesen, sagte ein Sprecher. Regierungschef Mariano Rajoy bekundete den Hinterbliebenen sein Beileid. Ja, so ein neues Flugzeugchen, was die Bundeswehr, die ist ja sowieso, die wird also nur noch ausgerüstet mit Sachen, die nicht funktionieren. Hauptsache, es wird ohne viel Korruptionsgeld gezahlt, Schuldgeld, ne? Damit sie alles machen, um alles kaputt zu machen. Ich glaube, die von der Lügen und Betrügen hat schon, ist sie eigentlich schon jetzt schon zurückgetreten oder nicht? Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe da irgendwas was gelesen. Sonst hörte man ja nicht mehr viel von ihr, aber die hat ja da, also eigentlich, die hat ja alles nicht im Griff gehabt, da ist ja auch klar, ne? Was die schon alles durchgenudelt hat in ihrem Politikerleben, da ist ja nichts gewesen, was man auch nur irgendwie erwähnen darf, als gelungen, oder? Ja, also wer das hier weiß, ob die schon zurückgetreten ist, ist ja auch nicht so wichtig. Aber trotzdem, ich meine, dass wir das mal hier erwähnen können, vor aller Ohren, oder? Hä? Cool. Ja, also wir sind die Souveräne und nicht irgendwelche Firmen und Firmenangestellte. Das müssen wir uns tag und täglich wieder vorsagen, vor dem Spiegel am besten. Da kann man sich auch in die eigenen Augen schauen. Ihr müsst das verinnerlichen. Das muss bei uns fest verankert sein. Da müssen wir uns selbst programmieren darauf, dass das einfach jetzt inzwischen mal bei uns klingelt und rappelt. Da spielt es keine Rolle, wie alt du bist, wie groß oder klein oder dick oder dünn, egal welche Haar- und Hautfarbe man hat, ob Männlein oder Weiblein, spielt keine Rolle. Wir sind die Souveräne. Okay? Und das müssen wir lernen.
ja, wenn wir es nicht schaffen zu lernen, wie soll das je besser werden, oder? Ja, also das sind diese Dinge und wir haben ja auch miterlebt, die feiern ja hier ausgiebig überall den Sieg über Deutschland, wobei das natürlich vollkommener Quatsch ist, weil man ja nicht Deutschland besiegt hat, sondern nur die auf den Führer eingeschworene Wehrmacht und die anderen militärischen Kräfte, die also kapituliert hatten. Es hat nicht das Deutsche Reich oder Deutschland als Nation kapituliert. Das muss auch endlich mal deutlich werden. Auch irgendwo mal in den Hinterstübchen vor allem erstmal der Deutschen bekannt werden, dass das also eine Lüge ist, wenn das behauptet wird. Das ist wiederum eine der drei Waffen des Systems. Nochmal, Angst, Lüge, Manipulation, das sind die drei Punkte, auf die wir Acht geben müssen, die wir uns nicht fallen lassen dürfen, auf die wir nicht einfallen dürfen, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht. Dürft da gerne eure Gedanken reingeben. Okay. Ja, jetzt schauen wir nochmal, was ihr reingesandt habt. Mal eben hier durchschauen. Ich habe schon wieder so viel offen. Sollen wir sehen. Ah. Die Firma Republik Österreich, ja, auch Österreich ist eine Firma, Teil der BRD-Verwaltung. Die Republik Österreich gelegentlich, so schreibt es hier die Veröffentlichung bei BRD Schwindel, gelegentlich bezogen auf die bundesstaatliche Staatsreform, auch Bundesrepublik Österreich, BRÖ genannt, ist ein deutscher Teilstaat und eine bundesstaatlich organisierte Republik in Südostdeutschland. So steht es da und so zitiere ich es von dort. Sie grenzt im Norden an die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechei, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Süden an Slowenien und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist Wien. Die Republik Österreich wurde auf Veranlassung der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges gegründet und besteht aus 9 Bundesländern, die Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg, Burgenland und Wien. Die Verfassung ist föderal aufgebaut. De jure besteht zwar eine staatliche Souveränität, de facto, so zitiere ich aus der Zuschrift, handelt es sich jedoch um ein Besatzungskonstrukt, weil sich die alliierten Siegermächte sehr weitgehende Rechte vorbehalten, unter anderem das Anschlussverbot. Das Land ist seit 1955 Mitglied der Vereinten Nationen und seit 1995 Mitglied der Europäischen Union. Bis heute wird den deutschen Bewohnern des Gebietes ihr Deutschtum von den Siegern ausgeredet bzw. abgestritten und mit dem Verbotsgesetz ein Bekenntnis zum Deutschtum unter Strafe gestellt. Und da gibt es eine Menge Links dazu und Abbildungen. Die gebe ich euch dann später gerne mit hinein. Also mal drüber nachdenken. Kann das sein? Kann das stimmen? So muss man das immer betrachten. Wie gesagt, alles, was ich vorlese, heißt es nicht, dass es meine Ansicht ist oder die Informationen, die ich für absolut, ja, felsenfest halte, sondern es ist eine Diskussion, die wir hier führen durch Zuschriften von euch, die ich vorlese, die man selbst überprüfen sollte, sich selbst eine Meinung oder Ansicht dazu bilden, um herauszufinden, ob das stimmen kann. Ja, dann kam hier noch ein Rundbrief der Gegenharz-Redaktion. Schauen wir mal, was da geschrieben wird. Liebe Leser, liebe Leserin, wie immer ein Newsletter von uns zum Wochenende. Erstens, Gesetz der Angst. Ah, wisst ihr, da haben sie es auch. Bestrafung und Abschreckung sind die Grundprinzipien der Hartz-IV-Gesetze. Ja, das ist die Methode. Das, so zitiere ich, das deutsche Jobwunder beherrscht momentan die Presse quasi als Gegenpol zu Griechenland. Und damit auch ausdrücklich als Vorbild für ganz Europa. Die Rekorde beschlagen sich, Wirtschaftswachstum, Export, Überschüsse und die höchste Beschäftigtenzahl der Geschichte. Und damit die niedrigste Arbeitslosenquote
Deutschland, sprich die deutsche Wirtschaft, ist der Gewinner der Krise. Auch da gibt es einen Link zu gegen-harz.de. Ja, und dann auch noch die, wie die Bundesagentur bei den Statistiken trickst. Da gibt es auch einen Link dazu, einen Nachtrag. Und Ergänzung zum Artikel PayPal, bald Datenweitergabe an Jobcenter. Ja, auch das wird offenbar da weitergegeben. Arbeitsagenturen und Jobcenter sind bei der effektiven Jobvermittlung nur selten beteiligt. Das sind ja auch nur deine Sklavenhalter, ja, die dafür sorgen, dass du da ordentlich deine Sklavenration abkriegst. Ja, obendrauf mit Peitsche. Zuckerbrot gibt's keins mehr, nur Peitsche. Dann immer mehr Jobcenter betreiben eine Abschottungsstrategie, um von ihren Kunden in Anführungszeichen ungestört zu bleiben. Wo kommen wir denn hin, wenn die Sklaven auch noch irgendwie mit ihren Sklavenhaltern da, ja? Sechstens, bei rechtswidrigen 1-Euro-Jobs können Betroffene Erstattungsanspruch geltend machen. Ja, auch da gebe ich euch nachher später die entsprechenden Links bekannt. Ja, Leutchen, Leutchen, Leutchen. Da machst du was mit, ey. Dann noch was, auch wichtig, denn das mit der Folter ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das mehr und mehr rumsprechen lassen und vor allen Dingen auch eben aufdecken, was alles als Folter zu gelten hat. Auch Hartz IV ist eine Folter. Ja. Hier kam was, das war veröffentlicht bei archiviva.com. Andrea Jakob hält in Brüssel die Rede zur Aufdeckung von Folter in Deutschland. Am Petitionsausschuss im Europäischen Parlament. Überwindung von Kind, Eke, Pass. Kindesraub in Deutschland, Eltern-Kind-Entfremdung, Parental Alienation Syndrome, ja, so bezeichnet er es ja, dass wenn eine Wegnahme des Kindes von den Eltern, von leiblichen Eltern geschieht, dass dann eine Entfremdung stattfindet und so weiter. Auch da gebe ich euch später die Links dazu, weil das jetzt zu umfangreich ist, das vorzulesen. Ja, und ja, ist auch noch wichtig hier. Russland hilft Athen, Weltkriegsforderungen gegen Deutschland durchzusetzen. Gegen Deutschland oder gegen die Bundesrepublik Deutschland? Also die nicht existierende, ne, die einfach das Dritte Reich fortführt. Klar, wir haben es ja, können mit den Lappen nur noch so um uns werfen, so zitiere ich aus der Zuschrift. Jetzt fängt dieser Fremdschämer auch noch an, gegen die Bundesregierung im Alleingang Politik zu machen, dem deutschen Volk nicht nur Ansehen, sondern massiv auch in seiner wirtschaftlichen Existenz zu schaden. Ja, okay. Das kam auch hier bei brd-schwindel.org, glaube ich, und bezog sich auf eine Originalveröffentlichung bei deutschewirtschaftsnachrichten.de. Nazi-Verbrechen, Russland will Athen helfen, Forderung gegen Deutschland durchzusetzen. Gut, das wissen wir, ist alles Spielchen, die da gespielt werden, die nichts mit der effizienten, echten Situation zu tun haben. Das wird alles nur aufgebauscht, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Da ist nichts dran. Es gibt auch kein echtes Geld, irgendwie Werte, die da eine Rolle spielen. Die reden zwar immer von Milliarden und dies und jenes, aber das ist alles heiße Luft, was da transportiert wird. Was sie letztendlich wollen, ist Ansprüche auf Land und Vermögen der jeweiligen früheren Nationen. Ja, so ist es. Jetzt kommt noch was. Deagle.com. Man kann es nicht oft genug sagen und darauf hinweisen. Deutschland soll also innerhalb von wenigen Jahren, ja, 10 Jahren, 32 Millionen Menschen verlieren. Die Vereinigten Staaten von Amerika sogar 254 Millionen. Ja, also es ist unglaublich, was da geplant ist. Und das sind alles Informationen, die die sich holen bei den entsprechenden sogenannten Behörden und Ämtern, die das alles schon geplant haben. Ne? Für uns die Vernichtung schon eingebaut, oder? Ja. Okay, jetzt ist
halb. Jetzt mache ich mal eine kurze Ansage auf Englisch, also nicht ungeduldig werden. Ich werde gleich wieder zurückgehen auf Deutsch. Hello, everybody. English speaking and listening. We are in the United with Strike Radio Marathon here on the 9th of May 2015. I have announced to have an interview played here with two gentlemen, Dr. Rainer Schneider and Peter Andres, about the information medicine Vita chip. But this will be broadcasted as of on top of the hour, so after the next break. So please stay tuned. This is a message for all international listeners. Okay? Thank you. I'm going back to the German part. We will have another about half an hour in German. Okay. Also, das muss ich jetzt gerade mal durchsagen, weil wir es ursprünglich eben vorziehen mussten, einen englischen Beitrag, den hätte ich jetzt dann hier den deutschen Teil beenden müssen, aber das haben wir anders wieder lösen können, sodass ich das also nach der nächsten Pause im englischen Teil, so wie es ursprünglich vorgesehen war, reinnehmen kann. Okay, ja, dann, was haben wir hier noch? Das mit den Wirtschaftsnachrichten habe ich eben vorgelesen, mit dem Verbrechen in Russland. Russland will Athen helfen, Forderungen gegen Deutschland durchzusetzen. Das habe ich schon gesagt. Dann haben wir jetzt hier unten auch noch mal ein paar Sachen, die schon nach unten gerutscht sind. Dänemark und der NWO-Plan. Bargeld wird abgeschafft. Panzer zur Bekämpfung des Volksaufstandes wurden schon bestellt. Dänemark schafft das Bargeld ab. Kleinere dänische Läden, Tankstellen oder Restaurants müssen künftig kein Bargeld mehr akzeptieren, so will es die Regierung in Kopenhagen. Sie erhofft sich davon eine Stärkung der Wirtschaft. Ja, ja, das ist eine Veröffentlichung bei handelszeitung.ch. Und darunter noch die Dänemark bestellt 206 Panzer von blick.ch. Auch das werde ich euch später verlinken. Der Feind sind wir. Ja, so ist es. Ja, Konrad-Adenauer-Stiftung, das wissen wir, ist auch ein Instrument der Spionage und der Beeinflussung in fremden Ländern. Und es ist also hier bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten auch veröffentlicht worden, mit deutschen Steuergeldern. Adenauer-Stiftung mischt in der Ukraine kräftig mit. Vitali Klitschko gilt als politischer Ziehsohn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die CDU-nahe Organisation spielte beim Sturz der Regierung Janukowitsch eine Schlüsselrolle. Finanziert wird die Adenauer Stiftung größtenteils durch den Steuerzahler, durch euch und uns. Alles das wird finanziert. Ne? Nochmal ein Hinweis, es gibt also bei mir eine Veröffentlichung, warum man keine Steuern zahlen sollte, in der Bundesrepublik vielmehr. Das bitte unbedingt auch nochmal sich anschauen, auch der Link ist unten in der Linkleiste zu finden zur heutigen Sendung. Ja, und dieser Vitali Klitschko, den haben sie zum Oberbürgermeister gemacht mit viel Korruptionsgeld und Druck wahrscheinlich. Ich will das nicht alles vorlesen, weil ich gebe euch den Link später rein. Das ist das System, gell? Das mit Österreich habe ich schon gemacht. Dann, was haben wir hier? Die New York Times berichtet über Souveräne und UCC. Ah ja, da müssen wir das diesmal aufmachen, aufklicken, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das kam bei bewusstscout.wordpress.com. Die New York Times berichtet über die Bewegung der souveränen Bürger und UCC. Das ist eine Veröffentlichung, die schon ein wenig länger zurückliegt, nämlich aus 2013. Im Papierkrieg ist eine Flut von Pfandrechten die Waffe. Minneapolis. Als Sheriff Richard Stanek den Anruf von dem Hypothekenunternehmen bekam, das seine Refinanzierung durchführte, beschlich ihn die Ahnung, dass hier etwas falsch lief. Es muss sich um einen Fehler handeln, sagte er, als der Darlehensgeber ihm erzählte, dass jemand sein Haus und andere seiner Besitztümer mit Pfandrechten in Höhe von 25 Millionen Dollar belegte. Doch bald erfuhr Sheriff Stanek, dass die Pfandrechte Rechtsansprüche auf Grundbesitz zur Sicherung von Schuldzahlungen
Gerade mal die ersten Salven des Papierkrieges waren eingeleitet durch ein Paar, das sein Haus im Zuge der Zwangsvollstreckung 2009 verloren hatte. Eine Taktik, die mit der Verbreitung der Anti-Regierungsideologie, bekannt als souveräne Bürgerbewegung, immer öfter angewendet wird als ein Weg der Vergeltung erfahrener Ungerechtigkeit. In den letzten 3 Jahren machte das Paar Thomas und Lisa Eilertsen Pfandrecht in Höhe von mehr als 250 Milliarden ein, Schadensersatzforderungen, also 250 Milliarden Dollar, ein Schadensersatzforderungen und andere Ansprüche gegen mehr als ein Dutzend Leute, inklusive Sheriff, Bezirksanwalt, Urkundsbeamten des Hennepin County und andere Gerichtsbeamte. Es beeinflusst das Rating für Kredite, es beeinflusste meine Frau, es beeinflusste meine Kinder, sagte Sheriff zu den Pfandrechten. Wir verbrachten unzählige Stunden bei dem Versuch, es ungeschehen zu machen. Fälle, an denen souveräne Bürger beteiligt sind, tauchen hier in Minnesota und in anderen Städten vermehrt auf und stellen eine Herausforderung für Vollstreckungsbeamte und Gerichtsbedienstete dar, die oft erst dann der Bewegung gewahr werden, einem losen Netzwerk von Gruppen und Individuen, die die Autorität des Bundesstaats oder Stadtregierung nicht anerkennen, wenn sie selbst zum Ziel werden. Obwohl die Dokumentation von Pfandrechten mit exorbitanten Summen oder anderen scheinbar unseriösen Ansprüchen lächerlich erscheinen mag, so kann die Auseinandersetzung damit zum Albtraum werden, so sehr, dass das FBI diese Strategie als Papierterrorismus betitelt hat. Ein Pfandrecht unter Uniform Commercial Code, also UCC, kann von jedem eingetragen werden. Gelegentlich neigen Menschen, die sich mit dieser Bewegung identifizieren, zu Gewaltausbrüchen. Diese Woche sagte die Polizei von Las Vegas, dass sie mit einer verdeckt angelegten Täuschungsoperation ein Komplett zu Folter und Tötung eines Polizeibeamten stoppte. Mit dieser Aktion wollten die Täter auf die Bewegung aufmerksam machen. 2010 wurden in Arkansas 2 Polizeibeamte getötet, als sie einen Vater mit Sohn, die sich für diese Bewegung einsetzten, bei der Verkehrskontrolle stoppten. Hat sich also nicht gelohnt, die zu stoppen, zum Leben bezahlt. Ja gut, das ist in Amerika auch ein bisschen anders. Die dürfen Waffen tragen, dürfen sie auch verteidigen, wenn sie angegriffen werden, mit Waffen. Ja, also ob das auch alles so stimmt, wie es hier geschrieben wird, sei mal dahingestellt. Aber ich lese weiter. Dennoch, meistens entscheiden sich die souveränen Bürger für Papier als Waffe. In Gadsden, Alabama, wurden im Juli 3 Menschen verhaftet wegen Einreichung von Pfandrechten gegen Opfer, inklusive des lokalen Bezirksanwalts und Treasury Secretary Jacob J. Du. Und in diesem Monat verwirrte in Illinois eine Frau, die sich wie die meisten souveränen Bürger entschied, sich vor Gericht selbst zu vertreten, den Bundesrichter, auch da gibt es einen Link dazu, indem sie ihn bat, eine Entscheidung aufgrund verwirrender und umständlicher Anträge zu treffen. Ich zögere, ihren Aussagen Gewicht beizumessen, weil sie so bizarrer sind, sagte der Richter zu der Frau, die mit einer Anklage für die Einreichung falscher Pfandrechte in der Höhe von Milliarden von Dollar konfrontiert wurde. Das Zusammenlaufen von Beweisen lässt eine Bewegung vermuten, die am florieren ist, sagte Mark Pitkavage, Direktor der irgendwas. So. Ja, also da haben wir auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika eine Meldung in den Matrix-Medien, New York Times, die also berichtet davon, dass das gang und gäbe ist in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass sich Leute dort wehren gegen das System. Und der Witz ist ja, wenn man UCC anwendet, das heißt, man auch nachweisen kann, dass derjenige, der also eine Behörde, einen Behördenvertreter darstellt, der gar keine Behörde oder Behördenvertreter ist, sondern eine private Person oder eben ein Handelsunternehmen, zum Beispiel bei Dun & Bradstreet eingetragen ist, dann hat er sich dem UCC automatisch unterworfen. Und damit kann man auch die Pfandrechte dort geltend machen. Und die Bedingungen sind hier zum Beispiel bei den Auskunftsbegehren deutlich. Und da kann man nichts dagegen machen. Diese Pfandrechte existieren, die müssen dann eingetragen werden. Das kann man im Übrigen auch bei wnanzeiger.net machen, bei uns. Auch da gibt es ja immer vielfältige Links. Das ist ein Medium auch im Aufbau, wo ich schon bereits sehr viele Anfragen habe von Sachen, die ich da eingeben muss, wo ich noch nicht dazu gekommen bin. Ja, aber wir machen das ja auch nur so nebenbei.
Ist auch kein kommerzielles Unterfangen, also auch hier bitte darauf Acht geben, Geduld zu haben, wenn jemand darauf wirklich, oder wenn einer das wirklich machen will, muss er sich bitte das durchlesen. Ich habe das alles eingegeben, wie man das machen soll, und mir das dann eben entsprechend zusenden. Ich habe dann nicht die Zeit, das alles zu machen, sondern das muss alles so gegeben werden oder zugestellt werden, wie es angegeben ist, sonst kann ich es nicht veröffentlichen. Okay, also das nur mal so, wie ich das jetzt hier nochmal vorgelesen habe. Und hier steht was, Meinung zur Sendung. Schön und gut, was du da sagst, aber ich bin anderer Meinung. Was nutzt die, oder was nützt die, keine Angst haben und so weiter, wenn Uniformierte dir eine Knarre vor die Nase halten und verhaften oder gleich umbringen oder ganze Völker in der Atomglut verglühen, nur der Schatten bleibt. Natürlich sind die NWO-Oligarchen eine Minderheit. Die haben die Macht und das ist Fakt. Alles andere ist heiße Luft. Es ist schon lange 11:05. Gruß aus Berlin, Kaleidoskop. Ja, das habe ich ja versucht zu erklären. Es geht nicht darum, dass Einzelne, ja, nicht in eine verzweifelte Lage kommen können. Aber ihr habt ja gesehen, die brauchen ja für einen Journalisten schon 6 bis 10, 12 Leutchen. Stell dir mal vor, jeder würde so agieren. Das sind die nicht mehr in der Lage, das zu machen. In den USA wird schnell geschossen, das stimmt. Hier noch nicht. Aber es kann natürlich auch kommen, dass das irgendwann als Befehl rausgegeben wird, solche Leute gleich, die sich gegen diese Leutchen wenden, dann auch gleich vielleicht umzumähen. Auch das, damit muss man rechnen. Soweit sind wir aber noch nicht. Gibt vielleicht allenfalls mal den einen oder anderen Ausnahmefall, wie in Berlin, da wo sie so einen Nackten im Brunnen erschossen haben, obwohl der überhaupt niemanden wirklich gefährlich werden konnte. Aber das ist bislang noch die Ausnahme. Ich denke, wenn wir überall uns vereinen und eben nicht alleine sind, sondern immer alle da mitwirken, dass Fotos gemacht werden, Filme gemacht werden, dass diese Informationen schnell rumgehen, ob es Facebook oder sonst was ist, spielt hier keine Rolle, oder schnell andere informieren, die vielleicht auch dann noch kommen können. Und wir müssen ein Netzwerk aufbauen, wenn man so will, von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, und dann sind wir da. Dann haben wir es. Okay. Ja, so vielleicht müsste man das mal interpretieren, was ich gesagt habe. Wenn man dann selbst mit dem Leben bedroht ist, dann hast du nicht nur vor dem Gesetz, ja, Gesetzen, wenn man das Grundgesetz hier für die Bundesrepublik Deutschland mal als Gesetz ansieht, das Recht, dich zu verteidigen, ja, wenn du das auch siehst, wie das gemacht wird und so weiter, und überhaupt, wenn dein Leben in Gefahr ist, darfst du dich verteidigen, ja, denn besser man verteidigt sich, als man liegt noch nachher als Leiche am Boden, oder? Aber das sind Ausnahmesituationen, das sind Notsituationen, die nicht die Regel sind. Wir haben es üblicherweise mit eben Geldeintreibern zu tun. Diese bewaffneten Uniformierten fungieren als Geldeintreiber des Systems. Zwar ist das Schuldgeld, was sie eintreiben, per se nichts wert. Ja? Sie treiben also im Prinzip Wertloses ein. Und auch dem System nutzt es nur systemintern, weil sie nur aufgrund von Schuldgeld wieder neues Schuldgeld erzeugen können. Das hängt auch mit dem fraktionalen Bankengeschäft zusammen, denn die Bankster, die wollen nicht, dass man zurückzahlt irgendwas, sondern die wollen immer, dass ständig irgendwelche Beträge einlaufen, ja, damit sie immer darauf eine neue Schuld aufbauen können mit neuem Krediten, damit sie also ihr System weiter am Laufen lassen können, solange wie es die Hinterleute wollen. Ja? Wenn die sagen, jetzt ist Schluss, jetzt drehen wir den Hahn zu, dann hat auch das System, dann läuft das leer und dann wird es auch im System sowieso knacken und krachen. Das ist nur so, das ist unvorstellbar, was dann passiert. Das haben sich die Leute einfach noch gar nicht vorgestellt. Was passiert, wenn die Systemlinge selbst in sich zusammenbrechen? Ja? Dann haben sie nämlich nicht nur den Zorn der Bevölkerung gegen sich, sondern auch noch das System hilft ihnen nicht mehr. Ja, und dann ist Feierabend. Dann bricht deren Leben und deren Struktur vollständig zusammen. Und dann, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert.
Okay, und das können wir nur verhindern, weil wir wollen ja keine Gewalt. Wir wollen auch nicht, dass irgendetwas gewaltsam zu Ende gebracht wird. Wer das vorhat, der ist nicht auf derselben Wellenlänge, wie ich das sehe. Ja, aber natürlich kann man seine eigenen Ansichten vertreten, freilich. Aber ich sehe das eigentlich eher in der friedlichen Ebene noch möglich. Also das ist, ich denke, je mehr das sind, je mehr das werden, umso schwieriger wird es für das System, ihr System in der Form aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt. So, was kam hier? Bitte vorlesen. Was war das? Russland hilft Athen, Weltkriegsforderungen in Deutschland durchzusetzen. Da kommt noch ein Kommentar dazu. Die positive Reaktion von Bundespräsident Gauck auf die griechischen Reparationen wegen der Nazi-Verbrechen könnte für Deutschland teuer werden. Athen erhält in der Frage überraschend Rückendeckung von Moskau. Russland hat den Griechen angeboten, bisher ungenutzte Archive für die Erforschung des Griechen, der griechischen Ansprüche zu öffnen. Um seine Forderungen zu belegen, hat das Projekt Erfolg, könnten noch zahlreiche andere Staaten von Deutschland ebenfalls Entschädigungen verlangen. Im Zentrum der Streitigkeiten zwischen Berlin und Athen steht eine Zwangsanleihe aus dem Zweiten Weltkrieg, die Deutschland nie zurückgezahlt hat und die sich auf etwa 20 Milliarden Euro beläuft. Darüber hinaus fordert die griechische Regierung von Deutschland 278 Milliarden Euro an Reparationen, wie die Zeit berichtet. Der Nationale Rat zu Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg beziffert die Kriegsentschädigungen für gestohlene Kunstwerke, die zerstörte Infrastruktur und die Schäden an der Wirtschaft während der Nazi-Besatzung sogar auf 600 Milliarden Euro. Die griechische Interessengruppe wird von Manolis Vletsos geleitet, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Besatzung der Nazis kämpfte und nun der regierenden Syriza-Partei vom Premier Alexis Tsipras angehört. Unsere Forderung ist klar: einen Friedensvertrag mit Deutschland unterzeichnen, was die sonst so gesetzestreuen Deutschen verweigern, denn dies würde bedeuten, dass sie zurückzahlen müssen, was sie den Griechen schulden, zitiert die griechische Zeitung Times of Change den Syriza-Abgeordneten. Ist auf jeden Fall mal klar. Wir denken mal, dass wir also da noch eine Menge an neuen Informationen kriegen werden, denn die Leute wissen ja alle Bescheid. Kommen diese ganzen Top-Leute, wissen über die Situation auf der Erde, hier genau ist das Bescheid. Ich habe es ja vorhin erzählt, die BRICS-Staaten, genau wie die hier, die westlichen, sind genauso infiltriert und gebrieft und instruiert von diesen paar Gangster- und Bankster-Familien wie alles andere. Also es ist so, die sind alle miteinander verwoben und verknüpft. Es gibt da sicher ein paar unterschiedliche Vorstellungen, aber ja, man weiß es nicht, ne? Wie das also weiterläuft. Schauen wir mal. Okay. Ja, das sind so mal neue Sachen, aber die, ob die alle Rechtsgültigkeit haben, wissen wir ja nicht, weil wer entscheidet das? Ja. Etwa welches Gericht ist dafür zuständig? Ja? Wie willst du denn mit einer Firma verhandeln? Auch Griechenland ist eine Firma. Ja? Das sind doch Firmen, das sind doch keine Nationen mehr. Und das ist die Problematik. Auch mit wem willst du Friedensverträge schließen? Es gibt keine Nationen mehr, mit denen wir Friedensverträge schließen können. Ja, das ist ja das Verrückte. Deswegen geht das eigentlich auch gar nicht. Wir müssten das mit den jeweiligen Völkern tun und nicht mit den sogenannten Regierungen. Nur ist die Frage, ob das funktioniert oder nicht, das weiß ich auch nicht. Da müssen wir sehen. Ne? Denn die sind ja auch in ihrem eigenen Land unter Druck. Wir haben ja gerade von den Amerikanern gehört. Die werden ja auch von ihrer eigenen Regierung, von den eigenen Truppen als Opfer nachher vielleicht oder viele davon getötet. Wir wissen es ja noch nicht. Ja, das sind alles so Diskussionen, die für alle die nicht aufgewacht sind, Fragezeichen sind, weil sie sich überhaupt noch nicht informiert haben, dass das so ist, dass die Nationen keine Nationen mehr sind, wie die Lage ist, weil uns das ja auch alles vorenthalten wird. Eine Matrixpresse
liest er vielleicht mal Andeutungen davon, aber die Andeutung versteht keiner, weil sie die Hintergründe und die Zusammenhänge nicht kennen. Jetzt kriege ich hier noch was. Zugestellt Justizschutz, wenn Richter zu Opfern werden. Das ist erschienen wo? Schauen wir mal gerade, ob ich das finde. Bei diepresse.com. Die Zahl der Anfeindungen und Drohungen gegen Richter steigt. Diffamierungen im Internet zerrütten das Vertrauen in die Rechtsprechung. Ein möglicher Ausweg liegt in den Schubladen. Sie sollten 3 Wochen auf Urlaub fahren, wurde Gabriela Thoma Twaroch einst unheilvoll geraten. Die Richterin am Bezirksgericht Josefstadt, da geht es also um eine österreichische Veröffentlichung, kam der Aufforderung nach, und sie ist nicht die einzige, die solche düsteren Botschaften empfängt. Seit dem Jahre 2007 haben Beschimpfungen und Bedrohungen gegen Richter stark zugenommen. Vor allem im nie vergessenen Internet wird der Name der Gerichtsvorsteherin gegoogelt, rangiert ein Forum auf Platz 1 der Ergebnisse. Sie agiert voreingenommen und Betrügerin, lauten die harmlosen dort anzutreffenden Wortmeldungen. Auch einer Familienrichterin wurde bereits angedroht, wegen eines angeblich ungerechten Urteils mit Salzsäure beschüttet zu werden. Oh yeah. Ja gut, das ist wieder Gewalt. Dann wollen sie wieder aufstacheln. Also ich halte Gewalt für den absolut falschen Weg. Ist nur in Selbstverteidigungsfällen aus meiner Sicht gerechtfertigt. Denn das ist der falsche Weg. Das werden wir nicht hinkriegen. Okay. Ja, was haben wir noch hier? Ein Wunder jagt das nächste. NASA veröffentlicht Chemtrails-Nachweis. Sie mal aufmachen. Bei sagaforever.blogspot.de. Da sind eine Menge Abbildungen drin. Und da steht, das ist eine ältere Veröffentlichung. Gut, das müsste ich mir alles anschauen. Das kann ich so schnell hier nicht durchlesen und prüfen, ob das alles so stimmt oder nicht. Aber ich kann es gerne später verlinken und ich kann euch selbst ein Bild davon machen. Ja, und wir sind jetzt im Unibestreik Radio Marathon in der letzten Phase der deutschen Sendung und werden dann gleich mit dem englischen Part starten. Ja, und da haben wir natürlich jetzt auch nochmal den Hinweis darauf, wir laden vermutlich heute Abend dann die neue oder die Sendung vom letzten Donnerstag hoch. Das hat sich einen Tag verschoben, weil wir so viel um die Ohren haben im Moment. Aber das wird dann im Laufe des Abends auch zu sehen sein. Ihr wisst ja, das wird verlinkt bei mir auf den Seiten und ist bei YouTube zu finden und natürlich später auch beim Wakeness.tv-Kanal. Nochmal, wer also bei Wakeness.tv ein Video hochlädt von YouTube, ja, also eine YouTube-Verlinkung macht, der muss aufpassen. Die haben im Moment irgendwie die machen das nicht richtig, die Verlinkung. Da gibt es eine Fehlermeldung, dass irgendeine Verknüpfungs-Hochladapparatur dort möglicherweise veraltet sein soll oder sonst irgendwas. Daran arbeiten wir, also nicht irritieren lassen. Wir werden das versuchen herauszufinden, was da los ist und werden dann später das dann wieder so normal fungieren lassen. Alle anderen Videos, die ja schon hochgeladen sind, die nicht diese Fehlerbezeichnung haben, die sind natürlich alle weiter anzusehen und man kann sich dort registrieren, man kann also dort dann kommentieren, bewerten, später dann, wenn wir das wieder im Griff haben, eigene Videos oder Videos, die man anderen zeigen möchte, hochladen. Nochmal dran denken, wir müssen anfangen, uns selbstständiger zu machen von all diesen, von den Globalisten und Geheimdienst gesteuerten Medien. Das war die Idee auch hinter Wakeness TV. Der Server sitzt in Island. Wir haben die Möglichkeit, dort unsere eigenen Filme separat hochladen zu können, falls man uns einmal, also von Wake News, falls man uns einmal irgendwo zensiert oder abklemmt. Darum haben wir das gemacht. Wir bieten das andere als Zusatzfunktion an und wir werden auch noch weitere Funktionen versuchen einzubauen. Wir haben aber im Moment sehr viel vor der Brust und müssen da erstmal eines nach dem anderen abarbeiten. Wir sind auch immer da ein wenig abhängig von anderen,
die uns die Informationen liefern müssen oder irgendwas. Deswegen etwas Geduld. Ja. Dennoch, wir brauchen auch eure Unterstützung. Wir haben also vielfältige Ausgaben, die wir natürlich nicht alleine machen können, weil wir nicht kommerziell sind. Wir sind kein Kommerzunternehmen, das also gewinnorientiert ist oder sonst was, sondern wir sind einfach eine nutzerunterstützte Medienplattform, die verschiedene Angebote hat und versucht eben im Dschungel dieser Medien eine Plattform zu sein, die versucht, an die Wahrheit heranzukommen, darüber zu berichten. Da gehen wir eben auch so vor, dass wir sogar das System ordentlich ankratzen, sodass die sich mit Gewalt gegen unsere Veröffentlichung versuchen zu wehren. Wie mir geschehen, zweimal jetzt schon 2012, sind sie in meine Bude eingerückt in der Schweiz und jetzt vor zwei Wochen ungefähr haben sie mich hier auf der offenen, freien, öffentlichen Straße einfach überfallen, gestoppt, in Handschellen abgeführt. Also so weit sind wir und wir müssen damit rechnen, dass dieses System vollständig austickt in der nächsten Zeit. Deswegen auch nochmal hier der Warnhinweis, erschreckt euch, weil jetzt sind wir da. Ja. Okay, und aber wenn wir alle zusammenhalten, ich hatte tolle Unterstützer, Leute, die mir sofort geholfen haben, sofort eingesprungen sind. Meinen herzlichen Dank an alle. Ich konnte mich bis jetzt noch nicht mal bei jedem Einzelnen bedanken, der mich jetzt auch ganz konkret persönlich geholfen hat. Und alle die anderen, die aus den verschiedensten Regionen also ihre Hilfe gegeben haben, Unterstützung, ihre Gedanken auch positiv übermittelt haben. Auch das ist wichtig. Wir müssen ja dafür sorgen, dass wir eine positive, bewusstseinsfördernde Wellenlänge erzeugen hier, dass also alle Menschen aufwachen können. Da versucht das System, das zu verhindern. Deswegen auch die Chemtrails und so weiter. Ja gut, und natürlich hier unsere neuen Textilien, die klasse Hose, die wir jetzt auch im Programm haben. Voll Einsatz getestet, schon schmutzabweisend übrigens, ne? Der Außenhaut, also kann man wirklich cool tragen. Leicht, jetzt für den Sommer auch, kann man auch als kurze Hose tragen. Mit den Wakeness TV Schriftzügen drauf eine Einzigartigkeit, ja. Und aber auch die anderen Sachen, T-Shirts und Kappen und so weiter. Aber das wisst ihr alles eh, die ihr regelmäßig zuhört. Wir werden jetzt gleich in die Pause gehen mit einem kurzen Song Commandos vom Greg Diabolo. Und dann werden wir in den englischsprachigen Teil gehen vom United Strike Radio Marathon, um dann auch wieder neue Sachen zu hören, neue Gäste und Gastgeber, die uns tolle Informationen geben. Wer das alles ist, könnt ihr sehen bei der Seite unitedwithstrike.com. Einfach unterhalb des Chat-Buttons oben einfach draufklicken und darunter ist das Programm. Natürlich nur das grobe Programm, weil, wie ihr seht, hat sich hier auch schon wieder in kürzester Zeit was verändert. Ja, und jetzt dann gleich in der zweiten oder in der ersten halben Stunde der kommenden Sendung bin ich also da drin. Und ich habe ein tolles Interview geführt mit den Leuten von VitaChip. Einmal mit dem Peter Andres und mit dem Wissenschaftler Dr. Rainer Schneider, der also Untersuchungen für VitaChip gemacht hat. Da geht es nämlich um dieses Power-Tool, die Power-Informationsmedizin. Und da habe ich euch auch schon eine Veröffentlichung im deutschsprachigen Teil gebracht, ist auch unten zu sehen, in der Linkliste, wo wir da in Konstanz waren und uns das haben zeigen lassen, wie das funktioniert, weil das ist echt klasse. So ein kleiner Chip, der einem Power gibt, den hatte ich übrigens auch dabei, als sie mich festnahmen, Power gegeben. Wer das also noch anhören will, unbedingt sich das anhören. Und das gleiche werden wir jetzt in Englisch bringen, beziehungsweise für das englischsprachige Publikum. In der ersten halben Stunde werden wir darüber hören. Und da werde ich auch ein kleines Wrap-up bringen zu meiner Inhaftierung für das englischsprachige Publikum. Okay, ich danke euch für euer super Dabeisein. Wir sind jetzt in der Pause. Wir hören jetzt
Ride the Assembly Line. Und dann sehen wir uns gleich nach der Pause wieder. Das ist der Dettel von Wake News Radio, Wake News TV. Bleibt drin, wir sind weiter auf Sendung. Bis gleich.